Ich weiß nicht, soll ich bei mir den Equalizer noch ein bisschen verstellen, dass das bei mir auch so ein bisschen dünn und krisselig klingt? Ach, warum eigentlich nicht? Ja, passt dich an. Was ist denn die schöne Blechfrequenz? Ja, irgendwas Mittiges. 4000 Hertz. 4000 Hertz. So irgend sowas, was du sonst nur beim Becken hast? Ja, mein Becken hat auch 4000. So ein Zigarettenpapier noch so vors Mikrofon. Oh, schön, ja. Hab ich da gerade was? Das Adiphon. Ich könnte einen Popschutz in den Mund nehmen. Ja, viel besser. Das Problem ist, meiner ist zu groß. Ich weiß. So. Judith verschickt immer die Fotos. Das ist schön, dann muss ich das nicht selber machen. Ja, schöner Film. Wäre doch schade, wenn ihm was passiert. Dem ist, glaube ich, schon was passiert. Er ist gedreht worden und das reicht, glaube ich, dann auch. Oh, ja, den habe ich mir jetzt gerade noch gegeben. Ich habe es nicht mehr geschafft. Das heißt, nur unser Geheimgast und Flo haben den Film geschaut, den wir das letzte Mal angeteasert haben. Okay. Ich habe ihn sogar hier, dass ich auf Play drücken könnte. Nee, das will ich nicht. Ich habe den gerade zu Ende geschaut. Das will ich nicht nochmal sehen. So, ich drücke da mal auf Play. Aber der hat schon so seine Höhepunkte, muss ich sagen. Also, ja. Unbedingt. Brüste. Die kommen auch davor. Ich habe ihn nicht gesehen, so ein Mist. Siehst du, da hast du echt was verpasst. Na toll. Aber das werden wir arbeiten. Das werden wir dann jetzt gleich noch, ne? Ach, hast du auf der Arbeit keine Brüste? Nur die von meinem Kollegen. Und deine eigenen. Ja, aber die gucken immer so, wenn ich anfange, mit einer Hand zu tippen und mit der anderen. Mhm. Ach, Hendrik macht wieder HD-Videos. Ach. Wir haben genau rechtzeitig angefangen, dass bei mir die Kirchenglocken losgehen. Ja, bei mir auch. Nach, hey. Klingelt jede Viertelstunde bei Gott, aber er nimmt nie ab. Mhm. Ganz ehrlich, will ich auch nicht. Das heißt du... Ja? Bitte. Wer weiß, wer da dann wieder dran ist. Das heißt, du hast jetzt gar nicht gesehen, wie das Publikum da am Anfang sitzt und teilweise seine Hakenkreuzfähnchen aufrollt. Ich so reingeguckt, ja, okay, ist halt irgendwie so, what the fuck? Okay. Und dann dieses üble Metal-Painting da, wo sie im Vordergrund diese große Tribüne hatten und dann so im Hintergrund so, was war das, irgendwie New York oder was das sein sollte, ja. Halt irgendwie total furchtbar hingepinselt. Und dann kommt da dieser Präsident. Ich meine, wahrscheinlich ist er besser als Trump, aber er kommt mir vor wie so ein 70er-Jahre-Sektenführer. Nee, der andere, der, also meinst du jetzt den, der da gesprochen hat? Achso, den Sprecher, ja. Nee, das war ja der irgendwie Bischof oder was da gewesen ist, ich habe mir es nicht genau gemerkt. Ja. Der Präsident war ja der dann mit der Videobotschaft, also das hat schon... Stimmt, ja, genau. Das hatte schon so viel Trumpeskes, also... Ja, wobei, also ich habe hier am Anfang hab ich gedacht, aha, daher haben die Hunger Games das also geklaut. Ja, schon so ein bisschen, ne? Ich lasse es einfach hier mal bei mir jetzt laufen. Da kommt nämlich jetzt gerade der erste Teilnehmer des Rennens, das Auto mit den Stierhörnern. Calamity Jane. Ja. Ist nicht so, dass ich zusätzlich dazu den Wiki-Artikel offen hätte. Ich auch, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Danke. Achso, wir haben vielleicht, sollten wir mal sagen, dass wir immer noch über Frankensteins Todesrennen reden. Ich hätte jetzt gedacht, wer unseren Podcast aufmerksam verfolgt, wird wissen, dass wir die letzte Folge geteasert haben. Die letzte Folge ist ja noch gar nicht erschienen. Wir wissen ja gar nicht, wann die erscheinen und ob es in der richtigen Reihenfolge ist. Oh, das, ja, okay, das kann sein, wenn ich die Nummerierung übernehme, dann... Boah, ich finde das echt super. Also erst der Film und dann so in der nächsten Episode der Teaser für den Film. Also ist eigentlich sinnvoll, da hast du recht. Ja. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Es gibt ja immer noch diese einen Aufnahmen von dem Spieleabend, die ich irgendwann mal
rückwärts schneiden möchte, dass es immer mehr Leute werden, anstatt weniger. Aber ich habe keine Lust dazu. Ja, es wäre vor allem so viel, ne? Ja, ich suche mir das Beste aus. Also ich schneide mich komplett raus und na. Christian auch. Also, der Wikipedia-Artikel klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ja, hättest du ihn gucken sollen. Mhm. Du kannst ja dann einfach noch mal selber darüber referieren und das dann irgendwie so hinten an die Sendung ranschneiden. Ja, ich glaube, ich werde da bis zum nächsten Mal ein Kurzreferat zu ausarbeiten. Mhm. Bitte dann auch drum, dass da mitgeschrieben wird, das ist klausurrelevant. Naja, das auf jeden Fall. Also die Fans mit dem Hakenkreuz, die sind übrigens die Fans von Mathilda de Haan, der ja. Ihr Navigator ist Herman the German. Wer denn auch sonst? Ja, das ist alles irgendwie ganz, ganz großartiges Kino gewesen. Und jetzt kommt dieser Typ im schwarzen Leder mit der Maske und man sieht so die Verbrennungen in seinem Gesicht. Frankenstein. Wenn er sie nachher abzieht, sieht man, dass die Verbrennungen zur Maske gehören, nicht zu seinem Gesicht. Ja. Gespielt vom wundervollen David Carradine. Mhm. Der, ja, vor über 10 Jahren schon, ach Gott, das ist echt schon so lange her, gestorben ist. Den kenne ich doch irgendwo her. Ja, natürlich. Kung Fu, Kill Bill. Ja. Ah, Kill Bill, natürlich, ja. Ja, und natürlich auch von seinem Tod. Ja, der war auch ein bisschen erfrischend. Also er hat sich auch erfolgreich aus dem Leben gedarwint. Okay. Das aber weißt du wirklich nicht? Soll ich auch mal gehen? War alles Handarbeit. Mhm. Wie nennt sich das? Autoerotische Asphyxie. Ja, genau. Ah. Also er hat sich in Bangkok in einem Hotelzimmer beim Wichsen aufgehängt. Oh. Der ist gegangen, wie er gelebt hat. Ich wollte es gerade sagen. Ja, und dann diese großartige Serie Kung Fu, der ja hier Shaolin Kung Fu da irgendwie ziemlich gepromotet hat. Ja, und okay. Dann gab es doch irgendwann, in den 90ern gab es dann noch Kung Fu im Zeichen des Drachen. Ja, mit seinem Sohn oder was das dann ja, sein sollte. Ja, irgendwie so war das, genau. Ja, das war ganz furchtbar. Also im Sinne von, konnte der das wirklich oder ja, schon. Fand er das einfach lustig? Nee, also David Carradine konnte, glaube ich, schon das, also so Kampfsport und so hatte der schon drauf. Okay. Und ja, die dieses Kung-Fu, das war halt irgendwie deswegen ja so ein bisschen freiwillig komisch, weil ja, irgendwie die Action-Szenen halt immer so total. Weißt du, es ist so, als wenn du in Star Wars so aus den neueren Episoden so die Kämpfe mit dem Kampf von Obi-Wan gegen Darth Vader vergleichst. Und dann aber ist da halt der Kampf mit Darth Vader halt das so auf dem Niveau. Mhm. Ja. Ich verstehe. Es ist halt eine Serie aus den frühen 70er Jahren, als so das gerade dieses Eastern in war. Als Kung Fu noch cool war. Ich glaube sogar, dass die Serie tatsächlich in Staaten einen guten Teil dran hatte, dass das tatsächlich innen geworden ist. Kann auch gut sein, ja. Ich meine, gut, die Bruce Lee-Filme waren, glaube ich, dann ein bisschen später, aber so alles, ja, was dann so kam. Wobei, also es gibt Berichte, dass die Serie tatsächlich von Bruce Lee erdacht worden ist. Ja. Und, war da nicht auch in dem Dragon, oder wie hieß der Film? Die Bruce Lee Story da, war da nicht auch so eine Abteilung damit drin, wo er so quasi an diese Serie geschrieben hat? Ich glaube schon. Ich glaube ja. Ja. Mhm. Bruce Lee hat ja auch eine
in den 60ern schon eine sehr erfolgreiche Serie gemacht, die man in Deutschland ja kaum kennt. Green Hornet? Genau, im Zuge der Batman-Serie von 66. Keiner erinnert sich mehr heute, wer Green Hornet gespielt hat, aber Kato kennt man halt noch. Ja, da hat der Bruze hat da schon so ein bisschen seinen Abdruck hinterlassen. Der ist ja auch nicht alt geworden. Nee. Ja, genau wie sein Sohn. Das liegt in den Genen. Ja, oder in den Kugeln. Ja. Ja. Huh. Aber der Herr Carradine hat ja nur ein Jahr, nachdem er diesen Rennfilm gedreht hat, einen weiteren Rennfilm gedreht. Ja. Cannonball. Ren und Stimpy. Wusstest du, dass da in Cannonball noch einer aus diesem Film mitgespielt hat? Die Mary Voronoff, diese Calamity Jane gespielt hat, das war die mit dem tiefen Ausschnitt in Cannonball. Stimmt. Finde deine 7 Cannonballs. Nicht? Fast. Ja, nebenher hat ihr dann noch in Hart aber herzlich und in Sledgehammer. Also ich glaube, das sind so gute Empfehlungen für den Podcast hier. Und natürlich auch in Klassiker wie Warlock, Satans Sohn. Oh ja. Ja, und den anderen, Martin Cove hat man ja, glaube ich, auch so in dem einen oder anderen Film schon gesehen. Also, der war mir so vom Gesicht her war mir der jetzt auch nicht ganz unbekannt. Es sind ja einige Leute dabei, die jetzt nicht ganz unbekannt sind. Ich meine, nicht Sylvester Stallone. Ja, gut, okay, der vielleicht schon. Also. Ja. Dieser Cove, der hat wirklich in. Ich meine, den kennst du aus Karate Kid, ja. Genau, ja. Das Cobra-Dings da hier. Cobra Kai. Cobra Kai, genau. Genau, ein Cobra Kai? Und der Cobra Kai. Der Hobbykoch. Okay. Cobra Kai, Daniel Du. Genau, der hat auch in Renegade mitgespielt. Ach was. Walker, Texas Ranger. Rambo 2, Karate Tiger 7. Also man erkennt schon so ein bisschen. Karate Kid 2, Karate Kid 3. Ja, das geht. Zeichen das dran. Also der hat Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Ach stimmt, ja. Der hat diese Cobra Kai, das ist ja auch irgendwie eine YouTube-Serie oder irgendwie, wo Karate Kid aus seiner Sicht erzählt wird. Die läuft ja immer. Ja, lach nicht. Oh doch. Und er hat mitgespielt. Creature, it's a killing machine from outer space. Jetzt hätte ich gerne ein bisschen Hall. Ja. Ja, der hat, glaube ich, auch so Wyatt Earp. Der hat da auch so ein bisschen in die Richtung Triangle für Charlie Kojak, Straßen von San Francisco. Der hat eigentlich echt schon gut was mitgenommen. Ne? Geschichten aus der Gruft. Chips, Quincy, Stars gegen Hutch, Cagney and Lacey. Also, der hat sowas an irgendwie trashigen 70er-Serien. Der hat da schon echt alles mitgenommen. Quincy. Rauchende Colts. Drei Engel für Charlie, die Straßen von San Francisco. Ein Sheriff in New York. Ach. Ja, der hat da schon ganz gut reingehauen. Der Martin. Ja. Nicht schlecht. Ja gut, okay, ich glaube, Sylvester Stallone muss man jetzt, glaube ich, nicht extra vorstellen. Wer ist halt, das können wir auch noch machen, aber... ist halt Rocky, Rambo... Judge Dredd. Ich meine, bekannt geworden ist er ja als The Italian Stallion. Mhm. Mit Softpornos. Ja. Erich mich, ich glaube, hier sieht man auch seinen Hintern, oder? Ja. Ja, kurz. Aber ich glaube, die Hintern von den weiblichen Protagonistinnen waren dann doch mehr im Vordergrund. Fand ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Ja, genau. Stallone und Demolition Man. Ja, natürlich Klassiker wie Stopp oder meine Mami schießt. Ah, das war ja auch alles so furchtbar. Und diese ganzen hier DeVito und Schwarzenegger-Filme und so. Ja, Twins. Twins, oh Gott. Das waren so die 90er, nachdem der Actionfilm gestorben ist. Und da ist er dort noch das zweite Mal gestorben. Ja. Das ging dann tatsächlich erst so
ja, Ende der Nuller weiter, also wieder, als er dann Rocky aufgelebt hat und Rambo. Ja. Dann ging es eigentlich wieder los, aber wir hatten ja echt so 10 Jahre lang keine ordentlichen Actionfilme. Ja, zumindest nicht so aus der Machart her, so einfach wirklich. Und dann kommen ja irgendwie hier Dependables und sowas. Expendables. Expendables, genau. Dependables, nee, das wäre falsch. Ja, Expendables und sowas, was die ja irgendwie selber so gemacht haben, auch mit dem Augenzwinkern, dass sie sich jetzt halt irgendwie sämtliche angealterten und angegrauten Actionhelden aus den 70er und 80er geholt haben. Und Terry Crews. Der eine coole Socke ist, also. Ja. Ne? Der passt da gut rein. Ja, voll. Und dann hier so Jason Statham, gut, der ist. Ja, gut, wobei doch, das ist ja eigentlich auch Action-Kino und das war ja schon so in der Zeit, ja, ne? So Transporter und sowas, hier Bourne Identität, aber das war halt so von der Machart her schon irgendwie halt eine andere Generation zu halt sowas wie Rambo. Also ich muss ja zugeben, ich fand die Bourne-Filme immer langweilig. Aber. Ja. Ich habe mich auch lange davor gedrückt, die neuen Bond-Filme zu gucken, wobei mich dann hier die bessere Hälfte doch eines Besseren belehrt hat, dass die halt tatsächlich gar nicht so übel sind. Das sind halt keine Bond-Filme. Das würde ich nicht mal sagen. Also die sind tatsächlich an den Originalbüchern nah dran. Es ist halt nicht. Dann sind es halt Bond-Buchverfilmungen, aber keine Bond-Filme. Ja, es ist halt jetzt nicht so wie irgendwie die Filme mit Connery und Co. Eben. Also. Ja. Aber wenn man das mal so ein bisschen aus den Augen verliert, sind das echt gute Actionfilme und echt gute so Agentenfilme. Für sich genommen, ja, klar. Sind schon sauber gemacht. Also da kann Jason Bourne schon echt einpacken. Ja. Also der ist ja tatsächlich irgendwie ziemlich langweilig dagegen. Born to be alive. Ich meine, bei Stallone muss man ja noch sagen, der kommt einem oft so vor wie so, ja, einfach der dumme, starke Schauspieler. Nee, ist er nicht. Nee, der hat. Der ist gar nicht stark. Genau. Er hat ja zu ganz vielen seiner Filme die Drehbücher zum Beispiel selbst geschrieben. Ja, er hat ja unter anderem. Rocky. Rocky hat er dann versucht, irgendwie so an Produzenten zu bringen. Und die haben gesagt, ja, geiles Drehbuch, das drehen wir, wie nehmen wir denn für die Hauptrolle? Und er hat gesagt, ja, er kriegt das Buch nur, wenn ich die Hauptrolle spiele. Und hat sich da dann tatsächlich wohl durchgesetzt, weil die wollten ja nicht, weil der hat wohl irgendwie durch einen Unfall oder irgendwas, hat der so eine teilweise Gesichtslähmung und hat deswegen auch so ein bisschen die Stallone-typische Mimik halt. Oder eben Annette, stellenweise. Und, Adrian! Wir wissen genau, wie bei uns allen die Lüfte gerade runterhängt. Genau, und ja, und er hat dann gesagt so, ja, ich möchte das Buch nur, wenn ich das Ding auch spiele. Und da ist er wohl ziemlich lange irgendwie auf dem Zahnfleisch gegangen, hat nebenher Pornos gemacht und hat den dann aber halt irgendwann so an den Produzenten bekommen und der Rest ist ja tatsächlich wirklich Geschichte, ne? Ja, er hat ja den Oscar dafür bekommen, also. Ja. Doof ist er nicht? Nee, ist er nicht. Und hat ja dann doch irgendwie so. Gut, dass das Ding jetzt so lange geritten wurde und noch mit Apollo Creed jetzt irgendwie noch eine Fortsetzung. Ja. Und wobei, also ja. Den ersten Creed fand ich noch okay. Den zweiten, der war schon ein bisschen zäh. Aber ich habe gesehen gerade, es gibt ein Rocky-Musical. Das würde ich. Wobei die Musik in dem Film schon gut war, ne? Also der Soundtrack. Ja. Also ganz im Gegensatz zu dem Film, wo wir jetzt gerade angefangen haben, uns zu unterhalten. Ja, also wir sind jetzt bei mir gerade in der Szene, wo die Pfleger die ganzen alten Leute auf die Straße rollen. Das ist mein größter Fanclub. Und er biegt dann gleich ab und überfährt die Pfleger. Ja, ich glaube, das ist aber tatsächlich, also wenn man dann sich das Gespräch danach so anhört, ist das, glaube ich, so ein bisschen am Schnitttisch hinten runtergefallen, weil eigentlich hat sie ihm wohl, so wie ich das kapiert habe, ins Lenkrad gegriffen und hat ihn rübergezogen. Ja, das sieht man aber an der Stelle halt einfach nicht. Nee. Aber gut, im Schnitt ist der Film sowieso. Ja. Der Film ist ja von einer Legende auch gemacht worden. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Wer ist denn da? Was? Paul Bartel. Naja, den meine ich nicht. Ich den Produzenten. Ist der hier aufgeführt? Corman? Ja. Roger Corman. Was hat der gemacht? Der hat
unheimlich viel gemacht. Der ist nämlich der König der Billigfilmer. Produzierte über 410 Filme. Uff. Und lebt immer noch und produziert immer noch, glaube ich. Regie hat er ja auch ganz, ganz ordentlich geführt. Gut, jetzt nicht, wirklich nicht unbedingt. Also so Klassiker wie Die Lesbenfrau. Der ist wobei, nein, Moment. Little Shop of Horror hat er gemacht. Ja, der hat schon auch coole Sachen gemacht. Also da kann man jetzt gar nicht sagen. Natürlich auch viel Trash, aber so die Edgar Allan Poe-Verfilmungen wie Pendel des Todes oder Lebendig begraben. Der Rabe und so Kram. So, 60er, 70er war es tatsächlich noch gut, aber Satanas, das Schloss der blutigen Bestie. Das ist die deutsche Übersetzung. Das feiere ich ja auch immer so total, wenn dann solche total komischen, seltsamen und teilweise wirklich sinnentstellenden Übersetzungen dann als deutsche Titel genommen werden. Also der Originaltitel war dann The Mask of the Red Death. Und dann daraus wurde halt total logisch Satanas, das Schloss der blutigen Bestie. Also großartig. Ja, genau wie Battle Beyond the Stars. Sador, Herrscher im Weltraum. Oh, ich glaube, den habe ich auch gesehen. Ja. The Terror, Schloss des Schreckens. Hieß im originalen Bus The Terror. Oder wundervolle Filme wie Das ausschweifende Leben des Marquis de Sade. Oder Der Mann mit den Röntgenaugen. Deathstalker, Dementia. Ich war gerade fasziniert davon, dass er auch eine 1954er Version von The Fast and the Furious gemacht hat. Was? Als Produzent? Die Autofalle von Las Vegas. Nein, er meint, glaube ich, der rasende Teufel. Der hieß stimmt. Das ist, Okay. Den schauen wir fürs nächste Mal. Ihr. Du guckst ja nicht mal die wir gucken wollen. Ja, Ausgeburt der Hölle. The Beast with a Million Eyes. Mm. The Crybaby Killer. Das muss Kirk Hammett sein. Und natürlich produziert hat er Dementia 13. 1963. Kennt ihr den? Nee, tatsächlich sagt mir nichts. Es ist, ich weiß gar nicht, ob es der erste Film ist von Francis Ford Coppola. Den musst du gucken. Das ist ist das denn mit diesem komischen Ball? Ball? Oder nee, warte, nee, das war nicht Coppola, das war. Nee. Ball denke ich jetzt nur an diese britische Serie, The Prisoner. Nee. Das war nicht Coppola, das war. Ach, wer hat hier Aliens gemacht? Ach ja. Na. Alien oder Aliens? Cameron war das. Cameron, Der erste größere Film von Cameron, der ist auch richtig gut. Also nicht, aber irgendwie so, das ist wie ein Autounfall, das ist furchtbar, aber man kann halt auch nicht so richtig weggucken. Also das ist wirklich ein ganz, wenn man heute Francis Ford Coppola hört, dann denkt man so ein bisschen an Qualität. Mhm, aber nein. Das ist echt, das ist also ein Trash. Wundervoll. Oh, er hat auch produziert Ich, ein Groupie. Ist das nicht der mit der Dings, der Ingrid Steger? Ja, genau. Mhm. Weil Coppola, der hat schon so ein paar Filme gemacht, die sind so bei mir wirklich ganz, ganz weit oben auf meiner so All-Time-Favorite. Ne? Coppola ist wirklich guter Regisseur, also da kann man nichts sagen. Meine Apocalypse Now, ja. Der Pate, die Trilogie ist halt gut. Der steinerne Garten ist, glaube ich, auch nicht übel. Ja. Bram Stoker's Dracula war ja totaler. Der war ein Fehlgriff. Rainmaker ist gut. Also ich fand den Bram Stoker's Dracula irgendwie immer ein bisschen albern. Ja. Tod, aber glücklich ist sowieso der beste Dracula. Ja. Naja, du kennst ja nicht Blacula, oder? Nur aus den Simpsons. Nein, die gibt's wirklich. Damals auch in den 70ern, als diese Blaxploitation-Welle war in Amerika. Ach, das ist Black Dracula. Ja. Oh Gott. Genau das.
Ich sehe gerade so ein Bild von Typ in oh Gott, Moment, ich muss euch da gerade kurz Bildadresse kopieren. Geht das? Kann ich das hier einfach in den Chat werfen? Oder? Ja, ja. Werf ich das jetzt hier? Nee, warte mal, ich glaube, ich hätte das jetzt gerade aus Versehen fast der ganzen Pott-WG hier zum Fraßfuhr geworfen und ich glaube, die hätten das vielleicht nicht so sehr zu schätzen gewusst. Wie wir hatten ja auch schon Bilder von, ja genau, wer ist das? Bilder von Sean Connery in dem Filmklassiker Sardos. Oh, ja, großartig. Ja, genau, daher kannte ich den, genau. Ja. Sean Connery mit seinen Science-Fiction-Waffen und im quasi ja. Im schlanken Einteiler, ja. Mankini. Sehr, sehr sexy. Coppola hat ja auch zum Beispiel The Outsiders gemacht. Den habe ich tatsächlich erst letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. So ein Film über Straßengangs. Mhm. Den fand ich jetzt auch gar nicht schlecht. Unter anderem mit vielen Leuten. Ne, warte, jetzt habe ich das gerade verwechselt. Moment. Francis Ford Coppola. Ach nee, doch, das ist der Richtige. Mit vielen Leuten, die später ziemlich bekannt geworden sind, wie Tom Cruise, Rob Lowe, Patrick Swayze, Emilio Estevez. Mhm. Also. Ja, doch, das sind einige dabei, die man so irgendwo kennen könnte. Also Sofia Coppola zum Beispiel, die ja mittlerweile auch selber Filme macht. Ja, ja, und auch gar nicht so schlecht. Mhm. Habe ich, glaube ich, auch gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den gesehen habe. Ich versuche gerade die ganze Zeit irgendeinen Witz mit Coppola und Kopulieren zu machen, aber es funktioniert nicht. Er muss ja mal kopuliert haben, so hätte er ja nicht die Tochter. Ah, wir sind jetzt gerade hier bei der Massageszene. Ah. Also jetzt gibt es die Brüste. Ja, das ist so das erste Mal, wo es Brüste gibt, genau. Und eine Schelle. Die kommt gleich noch. Weil Stallone ist ja jetzt eigentlich nicht, ist ja keiner von den Guten. Ne? Stallone ist ja jetzt eher so der Assi. Der Mafia-Killer. Die Karren, können wir bitte kurz über diese Autos reden? Übrigens, was ich ein schönes Ding zum Detail fand, schöne Liebe zum Detail, das Auto von den Deutschen, das ist ein Karmann Ghia. Das fand ich, also man sieht es noch so ein bisschen so an den Lichtern und so an den Lüftungsschlitzen an der Seite, wo dann halt irgendwie so die Rakete vorne rausguckt, die V2. Was sonst natürlich, aber so an der Frontpartie sieht man schon noch, was das mal gewesen ist. Das finde ich tatsächlich schon so ein bisschen so ein Stück weit ein nettes Bit. Also das wird dann wenigstens auch mit dir erfahren. Ja, und diese stylistischen Hakenkreuze auf den Helmen. Ja, gut, okay. Und überhaupt so die generelle Aufmachung von dem restlichen Gefährt. Überhaupt die ganzen Gefährte sind halt irgendwie bei dem Italiener, also den Stallone spielt, Viterbo heißt er. Da hast du halt irgendwie so links und rechts hast du zwei solche Tommy-Guns mit solchen Trommelmagazinen, da wo eigentlich mal Lichter waren. Und in der Mitte hast du halt einfach ein ganz großes Bowie-Messer. Also da wärst du jetzt Crocodile Dundee neidisch. Damit erwischt er zum Beispiel auch sein erstes Opfer, so ein Straßenarbeiter. Ja, und das richtig blutig. Also, nee, zwischen den Beinen. Ja, es ist furchtbar. Hey. Und wobei der ist ja so insgesamt schon irgendwie so ziemlich, also der Viterbo halt so echt, also so für meine besten Zitate in dem Film. Und ich habe den Oberbefehl über die Schlagsahne. Oder ich will für den Hass gewinnen. Also der ist da schon echt so richtig groß dabei, was so diese One-Liner angeht, also so insgesamt auch. Genau, aber er ist kein Guter, er schlägt ja seine Freundin oder seine Beifahrerin eigentlich. Also irgendwie habe ich das ganze Konstrukt diesen BeifahrerInnen an der Stelle eben nicht so richtig kapiert. Ja, das Navigator wird es immer wieder genannt. Ja. Wahrscheinlich, weil es in dieser, also es spielt ja im Jahr 2000 nach dem großen Weltkrieg von 79. Genau. Und da gibt es scheinbar kein GPS. Nee. Ich fand es ja auch interessant, dass jeder sich aussuchen konnte, wie er quer durch die USA fährt bei diesem Rennen. Ja, was halt irgendwie auch total
Ja. Strange. Aber gut, sie können das ja, also das Rennen geht ja darum, du musst zum einen natürlich erstmal als Erster ankommen, aber es gibt dann eben noch so die offizielle Punktewertung, wo es darum geht, Passanten über den Haufen zu fahren, und das bringt dir nochmal extra Punkte. Wie das Ganze dann natürlich mit dem, du kommst als Erster an, verrechnet wird, das bleibt der Film wirklich komplett schuldig. Ich verstehe ja die Punkte ohnehin nicht. Dass Rentner am meisten Punkte kriegen und Kinder am wenigsten. Also das ist ein bisschen unlogisch für mich. Ja, doch. Ja, das ist hier dieses sozialverträgliche Ableben. In meinem Leben war das immer umgekehrt. Lassen wir das. Ja. Ja, das Auto von Frankenstein ist natürlich auch süß, mit Zacken in der Mitte und vielen Reißzähnen. Ja, das hat irgendwie so, das hat so ein bisschen was, als hätte man sich da schon so ein bisschen beim Batmobil aus der Serie bedient. Warum hat die Frau da eigentlich ein großes F auf ihrem Shirt? Wegen Frankenstein. Ah, okay. Weil der Typ ist nämlich der Über-Mega-Rennfahrer und hat natürlich so ähnlich wie Niki Lauda schon ganz, ganz viele Unfälle gehabt. Und deswegen besteht er eigentlich irgendwie aus ganz, ganz vielen Teilen von seinen, in Anführungsstrichen, Schweizer Mechanikern. Die haben ein Faible für Reißverschlüsse, oder? Yep. Ja, genau. Und er ist, also in der Legende ist er halt immer wieder irgendwie zusammengeflickt worden und hat irgendwie, 100.000 Unfälle gehabt mit irgendwie ganz, ganz schlimm und verbrannt und Knochen gebrochen und quasi den Kopf amputiert und alles. Wir wollen natürlich an der Stelle nicht spoilern, also zumindest jetzt noch nicht. Ja, genau, und er hat eine mechanische Hand, mit der er in 0,2, wie haben sie gesagt, in 2/10 Sekunden den Gang wechseln kann oder sowas? Ja, irgendwie so. Ich bin gerade abgelenkt, hier gibt's Brüste. Ach, schon wieder. Ach ja, das ist die andere Brüste-Szene, ja. Und er hat unfassbar hässliche Stiefel. Hast du jetzt doch eingeschalten? Ja. Es läuft nebenher. Mhm. Möpse halt. Okay, damit hatten wir dich. Ja, aber nochmal zurück zu Roger Corman. Also er hat auch Klassiker produziert wie 1978 Piranha. Oh ja, der war auch super. Oh Gott, und Piranha 2 erst. Und Piranha Doppel-D. Die Fische echt. geht so. Oder Ilsa, der T-Crest. Das ist, glaube ich, irgendein Teil der Ilsa-Reihe. Ach. Ilsa, She-Wolf of the SS. Ah. Ja. Ja. Qualität halt. Mhm. Wieso zieht er erst seine Maske aus, um sich dann in Unterwäsche die Maske wieder aufzusetzen, nur um dann zu tanzen? Warum liegt hier Stroh rum? Ah, du hast jetzt das YouTube-Video mit den besten Szenen, oder? Nee, das ich hoffe nicht. Da steht irgendwie ganze Movie. Genau, er ist ungefähr da jetzt, wo ich bin. Ah, okay. Ach ja, stimmt, da haben sie ja dann getanzt. Mhm. Ach ja. Hey. Ja, genau. Das ist, und das wird noch schlimmer. Er hat auch Klassiker produziert wie Emmanuel Teil 6 und Barbarian Queen 2. Übrigens, so Barbarenfilme können wir tatsächlich mal eine Reihe draus machen. Die sind bitte. Echt geil. Oh ja. Also jetzt nicht hier so die Krache. Wie Conan der Barbar. Nee, da gibt es halt dann so die Budget-Version davon. Ja, das hat der ganze, hier die Deathstalker-Reihe und so Kram. Kong, gab es da nicht auch was? Ah, da gibt's so viel. Ich habe letztens gesehen Gore und Gore 2. Also es gibt diese Buchreihe, wo so irgendwie ein Uni-Professor auf eine Parallelerde kommt mit Barbaren-Zeugs und wird da zum Superkrieger. Und ja, natürlich. Ja, genauso schlecht wie diese Bücher sind diese beiden Filme. Oh, es gibt da übrigens auch Cormans Dracula. Natürlich. Und Fantastic. Ich meinte Beastmaster. Beastmaster, großartig. Eher stärker als das Feuer, oh Gott. Arthur, Herr des Feuers, der ist auch super. Corman hat in 1993 einen Fantastic Four-Film produziert, weil die irgendwie die Rechte dran hatten und die mussten irgendwas damit machen, sonst wären die Rechte weg gewesen. Der Film ist nie veröffentlicht worden.
Genau, und dann gab's noch Krul. Ach nee, Krul. Krul mit diesem komischen Klingen-Frisbee-Dings. Ja, ja, genau, das war Krul. Der war auch super. Ja, krach, wundervoll. Ja, ja, nee, das sind auf jeden Fall richtig. Also ja, ich finde, das hat auf jeden Fall Potenzial. Barbarenfilme der 80er, das klingt doch mal nach einem guten Artikel. Ich habe einige hier liegen, aber das wundert dich wahrscheinlich nicht. Nö, 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 gar nicht. Ja. Green Arthur, Iron Warrior, Troll. Troll gab es auch noch, das Schwert der Macht, und der war auch so richtig scheiße. Oh, Troll, oh, die sind ganz, ganz, ganz schlimm. Er hat in den letzten Jahren hat er eine Sache produziert, unter anderem Sharktopus. Und Sharktopus vs. Whalewolf. Ja, und Grüße gehen raus an den Herrn Shark. Genau. Cobra Gator. Oh, und es gibt eine Fortsetzung von dem Film, Death Race 2050. Ja, genau, das hat zwar eigentlich nur den Titel damit gemeinsam, aber es gibt sogar noch eine dreiteilige Reihe jetzt so aus den letzten 20 Jahren. Ich will mal gucken. Du meinst Death Race 4? Also wenn das eine dreiteilige Serie ist, dann ist der vierte Teil auf jeden Fall schon mal lustig. Es ist Death Race, da ist Death Race 2, Death Race 3 Inferno. Mit Jason Statham übrigens. Okay. Wobei der, also ich gucke mir gerade so die Cameos an, die er gehabt hat, und das sind doch auch ein paar ganz gute dabei, ne? Also okay, ich meine, in der Pate war er dabei. Cannonball. Mhm. Bodybags kenne ich nicht. Das Schweigende Lämmer. Apollo, der war bei Apollo 13 dabei. Und lustigerweise, Apollo 13 scheint keinen Artikel in der deutschen Wikipedia zu haben. What? Das ist ja nur die Zeit, das ist doch irgendwo vorher schon vollkommen, oder? The Manchurian Candidate hat er auch mitgemacht. Oh, okay. Ein Klassiker. Scream 3. Oh ja. Das Tier ist doch The Howling, oder? Mal gucken, ja. Es ist auch so eine Werwolf-Filmreihe, die nicht tot zu kriegen ist. Und die echt nicht gut ist. Oh, der Mann hat sogar seine eigene Dokumentation 2011. UFO, Sex und Monster, das wilde Kino des Roger Corman. Cool. Ach, ist ja genau. Da oben 2001 Schlock, The Secret History of American Movies. Davon habe ich tatsächlich schon was gehört. Ich merke den Begriff Lock, ja. Kann ich dir da eine gute Empfehlung geben? Ich weiß nicht, ob es das bei Arte noch gibt, aber die hatten vor einer Weile mal so eine Trash-Kino oder Trash, nicht mal Kino, weil das waren meistens irgendwie so entweder Direct to VHS oder eben so ganz, ganz billige Serienproduktionen. Und da hatten die mal eine Serie drüber und da war richtig viel, richtig. Ich will nicht sagen tolles Zeug, aber irgendwie irgendwie dann doch nett. Also ich muss mal gucken, ob ich das noch finde und ob das noch bei Arte TV war. Das ist schon eine Weile her, wo wir uns das angeguckt haben. Aber das war richtig, richtig super. Ich mag so Zeug, ja, gerne. Ja, also da ich guck gerade mal, ob ich das noch finde. Okay, sie schlagen mir Creator vor, finde ich ja prinzipiell auch nicht schlecht, aber das ist Thrash. Das ist keine dreiteilige Reihe. Diese zweite Death Race-Reihe hat 2018 einen vierten Teil bekommen, Death Race Anarchy. Nee, ich glaube, das mussten sie wahrscheinlich depublizieren. Das ist schade. Es gibt aber auch wirklich auch schöne Dokumentationen über das Zeug. Ja, ja, genau. Also Trash-Klassiker und sowas. Und da halt immer so in so kurzen Bits, ich glaube so 10 Minuten, Viertelstunde halt, über so total furchtbare Serien und die Leute, die da mitgewirkt haben. Die dazugeguckt haben. Oder mitgewirkt, also tatsächlich irgendwie mitgewirkt.
Ja, mitgewirkt hat in diesem Film auch als Mechaniker John Landis. Und den kennt man ja auch eher als Regisseur. Als Schauspieler war er jetzt nicht so. Ja, der hat aber auch geschauspielert. Ja, aber nicht so viel. Aber als Regisseur hat er zum Beispiel gemacht Schlock. Schlock, Schlock das Bananenmonster. Kentucky Fried Movie. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Jetzt kommt der Film, da lasst du nicht mehr, The Blues Brothers. Ja, der war gut. Ja, American Werewolf. Twilight Zone, der Film. Das ist dieser Film, wo es bei den Dreharbeiten zu diesem Unfall mit dem Hubschrauber kam. Wo ich weiß nicht, wie viele Tote, ich glaube 2 tote Kinder oder was, enthauptet. Und ja, das war nicht ganz so toll. Die Glücksritter mit Eddie Murphy und noch einem. Er hat Michael Jacksons Thriller Regie geführt, das Musikvideo. Und natürlich auch der Klassiker Amazon auf dem Mond oder warum die Amis den Kanal voll haben. Okay, ich habe es gefunden. Das Ganze nennt sich Geschmacksploitation. Also es gibt eine zweite Staffel davon, die findet man wohl noch. Die erste Staffel müsste ich mal gucken. Da werden dann so tolle Sachen behandelt wie Angriff der Riesenspinnen oder Star Crash, Sterne im Duell. Und die erste Staffel, die war auch richtig, richtig gut. Geschmacksploitation Staffel 1. Mal gucken, ob ich das noch irgendwo finde. Also wir haben es echt sehr genossen. Nee, das ist irgendwie scheinbar alles weg. Das ist echt schade. Lenz ja, hat dann noch... Vielleicht findet man das irgendwo noch im in diesem Internet. Ja, da gibt es ja Möglichkeiten. Ja, ich denke auch, das sollte man vielleicht mal gucken. Also das sind wirklich ganz, ganz großartige Filme mit behandelt worden wie Samurai Cop, Cannibal Terror, Sumpf der lebenden Toten. Ach, du wirst lachen, wie viele ich davon hier rumstehen habe. Hast du auch Dude Bro Party Massacre? 3. Nee, leider nicht. Ich habe nur 1, 2, 4 und 5. Ja, schade. Ja, nee, aber... So, jetzt wird hier gerade ein Angler zerfetzt. Ah ja, ach, sind wir schon so weit? Ja, ja, die Zeit verfliegt, wenn man sich amüsiert. Mhm. Landis hat auch Regie geführt bei Der Prinz aus Zamunda. Auch großartiger Film. Ja, am Anfang, da ist eine meiner Lieblingsszenen, wenn die vor ihm auftaucht und sagt, der kleine Prinz ist sauber. Ist sauber. Mhm. Und auch bei Beverly Hills Cop 3, dem schlechtesten der Reihe. Ja, weiß ich nicht, mit den Beverly Hills Cops bin ich tatsächlich irgendwie nie so richtig warm geworden. Also, ja, ich kenne sie, aber die haben einen furchtbar, furchtbar guten Soundtrack, aber irgendwie so, nee. Richtig, ich mag den ersten, der zweite ist schon schwächer, aber der dritte ist, Ja. Naja. Ja, kann man vielleicht gucken, muss man nicht. Der erste ist noch ganz, ist nicht so übel, das stimmt schon. Ja, es ist halt 80er Jahre Action-Komödie. Ja. Das sollte man wissen, was einen erwartet. Das stimmt. Genau, aber der Film, also dieses Death Race 2000, das hat mich tatsächlich noch an ein paar Sachen erinnert, die ich vorher schon kannte. Zum einen die Cartoon-Serie Wacky Race. Ja. Und, es gab in den 1969er gab es einen Film, der nannte sich Monte Carlo Rally. Kennst du den? Das sagt mir was. Wenn du das googelst, also du hast ja denselben trashigen Filmgeschmack und deine Jugend genauso verschwendet wie ich. Und ich glaube, den wirst du auch mal gesehen haben. Genau, in dem Film gab es dann eben auch die Quotenkartoffeln. Schickel und Otto, gespielt von Gerd Fröbe. Ach, und ja, natürlich. Ja. Ja. Ah, wunderbar.
Ja, nee, der ist auch richtig super gewesen. Und das war, glaube ich, auch so eine Reihe. Da gab es dann irgendwie hier die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Das waren im Endeffekt, glaube ich, so komplett derselbe Cast und eigentlich auch dieselbe Story, bloß halt mit Flugzeugen erzählt. Ja, oh, den müsste ich mir auch mal besorgen. Der ist mit Tony Curtis und ja. Also der hat auch schon ordentlich Starbesetzung. Ich musste tatsächlich auch einiges an Google Skills aufwenden, überhaupt erstmal rauszufinden, wie der Film zur Hölle hieß. Ja, in dieselbe Kerbe schlagen ja die Cannonball-Filme, ja auch mit David Carradine. Habe ich mir auch aufgeschrieben, ja, wobei bloß der erste, ne? Aber hier eben auch Mary Voronoff, die halt auch in eben da hier das große Bouquet, wollte ich gerade sagen, das große Dekolleté auspackte. Und natürlich dann auf dem Highway ist die Hölle los und die Fortsetzungen davon. Oh ja, auch ganz großartig. Mit Bandit und ja. Nee, Bandit war, war ausgekochtes Schlitzohr, ja. Zwar auch Burt Reynolds, aber. War das Burt Reynolds? Ja, doch. Das war aber irgendwie so alles so irgendwie, also zumindest für mich verschwindet, das war so irgendwie so die gleiche Art von Film und irgendwie das schwamm alles so auf einer Welle. Ja, der Burt Reynolds hat hier ein ausgekochtes Schlitzohr ist wieder auf Achse, auf dem Highway ist die Hölle los. Das ausgekochte Schlitzohr 3, der rasende Gockel auf dem Highway ist wieder die Hölle los. Also. Auf dem Highway ist schon wieder die Hölle los, verdammt Axt, was ist denn da jetzt eigentlich los? Und er hatte auch einen kleinen Auftritt in einem Film, der irgendwie so auch in die Reihe passt, Ein Tube kommt selten allein. Stimmt, die passen da auch gut rein. Und der zweite Film, in dem Burt Reynolds mitgespielt hat, trägt den schönen deutschen Titel Panzer nach vorn. Was? Nein. Keine Ahnung. Übrigens, auf dem Highway ist die Hölle los, ist Cannonball im Deutschen. Nein, im Englischen. Ja, meine ich ja. Ja, The Cannonball Run. Ja. Wobei es gibt. Doch hier nicht es gibt aber auch Cannonball. Also, es ist echt verwirrend. Ich glaube, Cannonball ist mehr tatsächlich Actionfilm und der Highway ist dann mehr auf Comedy. Und Death Race ist Trash. Ja, und David Carradine, also der hat in dem Cannonball mitgespielt, also den von 76. Ja. Genau, und da hat er Coy Cannonball Buckman gespielt. Genau. Und da haben dann auch noch andere Leute mitgespielt. Mhm. Die mir alle so auf den ersten Blick nichts sagen. Wie gesagt, Mary Voronoff. Ja, ja gut, Martin Scorsese und Sylvester Stallone haben da auch mitgespielt als Mafiosi 1 und 2. Ja, das waren dann mehr so hier Cameos. Ja. Vermutlich. Ja, auch Roger Corman hat mir genannt, der hat auch da einen Mini-Auftritt gehabt. Als Los Angeles County District Attorney, ja. Aber bei Auf dem Highway ist die Hölle los, da war neben Burt Reynolds war Roger Moore, Farrah Fawcett, Dom DeLuise, Dean Martin, Sammy Davis Jr. Also und noch viel mehr. Jackie Chan. Ja, irgendwie das halbe Red Pack vertreten gewesen, ne? Adrian Barbeau. Genau. Peter Fonda. Ja. Also von wo? Von da. Ach so. Das ist der Bruder von Dü. Ah. Spielt der auch Cannonball? Das Spiel, wo man sich den Drucker zuwirft. Mhm. Gut. Aber Farrah Fawcett hat für ihren Auftritt in The Cannonball Run auf dem Highway ist hier die Hölle los, die Goldene Himbeere als schlechteste Nebendarstellerin bekommen. Ach nein, war nominiert, nicht bekommen. Entschuldigung. Oh, Jack Allen hat da auch mitgespielt. Der Typ hat auch, Jack Allen hat eine sehr, sehr sympathischen Gesichtsausdruck. Ja. Den kennt man auch aus vielen Filmen. Als Dr. Nicholas van Helsing. Mhm. Das ist auch so eine Rolle, die passt einfach gut. Ja, von dem gibt es furchtbar viele, viele Bilder, wo in irgendwelchen, also als wirklich jüngerer Schauspieler in irgendwelchen Western mitgespielt hat.
jetzt ist es in den 60ern, 50er, 60er Jahre, dass diese Western, die sind hier rausgehauen worden. Also, ja, also so wie ganze, wir heute Podcasts raushauen. Genau, so Italo-Western und überhaupt generell Western. Hm, Italo-Podcast. Italo-Podcast. Ich könnte mal wieder Pizza bestellen. Rauchende Mikrofone. Ich entdecke ja so auch mehr und mehr, was es so alles an interessanten Western gibt. Das war sowas, wo ich früher nie Interesse dran hatte. Okay. Aber das sind tatsächlich schöne Sachen dabei. Also ich muss ja sagen, die Morricone-Filme, die können teilweise schon ganz gut was. Also gerade ja, was so die Bildsprache und sowas. Also wenn man auf sowas steht, wirklich auf epische Bilder steht, dann und vor allem halt auch coole Soundtracks. Das sowieso. Ich glaube, die haben auch da wirklich die Soundtracks gehabt und haben die Bilder danach komponiert. Warte mal, ich habe jetzt gerade gesagt, die Morricone-Filme, aber ja, die Soundtracks. Ja, die Sergio Leone. Sergio Leone, genau. Ja. Nee, ja, die können echt was. Also. Ja, tatsächlich. Mhm. Ja. Hups. Einmal mit Profis. Oder mit Ambitionen. Mal kurz Amateuren. Stumm. Okay. Wie ist es jetzt eigentlich? Läuft bei ihm die Aufnahme trotzdem mit seinem Mikrofonkanal weiter oder? Ich glaube, wenn er das Mikro stumm macht, macht es bei ihm jetzt Bing, Bing, Bing. Und zwar auch auf der Aufnahmespur. Das hatte ich nämlich schon mal. Oh, das ist schön. Mhm. Das nervt doch überhaupt nicht, oder? Überhaupt nicht. Aber die Folge wird noch veröffentlicht. Freu dich drauf. Du kommst auch drin vor. Schön. Jetzt habe ich ja so lange geredet und genervt, bis ich endlich mal hier sein darf. Muss. Nee, echt. Also ich wollte schon mal dabei sein. Ja, gerne. Jederzeit auch. Das Problem ist halt nur, wir haben meistens keine Termine, sondern machen das so spontan. Ja. Auch mal so mitten in der Nacht, wenn Dela sagt, ich habe Kopfweh und kann nicht schlafen, wir sind auch wach, komm, wir nehmen dir was auf. Ja. Nö, ist ja durchaus okay. Genau. Also, ich höre das bloß ganz gern und habe halt manchmal beim Hören dann halt so immer so den Drang so, ja, aber eigentlich müsste ich jetzt an der Stelle oder würde ich an der Stelle gerne sagen, wenn dann halt wieder irgendwie so, ja, da teilweise das ein oder andere Detail nicht ganz so hundertprozentig stimmt. Ja, wir sind halt nicht vorbereitet, das ist das Problem. Das kenne ich. Mhm. Wobei ich sagen muss, den Film jetzt zu gucken und mir da tatsächlich wieder mal so ein bisschen Notizen dazu zu machen, das ist schon wirklich sehr viel an Vorbereitung, also mehr als ich sonst mache. Ja. Ja, das Problem ist bei mir ja, ich hatte den Film ja geguckt, einfach so. Das dann drüber geredet und deswegen habe ich nicht so drauf aufgepasst, was da passiert. Ja. Bist du jetzt eigentlich schon an der Szene, wo die Deutschen sterben? Nein, momentan ist hier gerade so eine schnulzige Szene mit Stallone und der Frankenstein-Tussi. Ah, okay. Ja, dann ist aber das andere dann, glaube ich, gar nicht mehr so weit. Müsste jetzt gleich kommen, glaube ich. Also zu der Szene, also das war dann tatsächlich die Szene, wo ich dann angefangen habe, wirklich mir Notizen dazu zu machen. Der Rest ist mehr so Gedanken, Konzept, Notiz. Aber also der Tod der Deutschen, das ist tatsächlich in der Art und Weise, also die hätte Willy Coyote auf jeden Fall richtig gut gefallen. Also das war so echt so, und jetzt der Tunnel! Und sie stellen sich so dieses, und du denkst so, what? Also es hätte noch gefehlt, wenn sie wirklich auf irgendeine Felswand dran einen Tunnel draufgemalt hätten, aber das war dann wahrscheinlich noch zu albern und hat zu lange gedauert. Das war zu teuer. Ja, der Berg war zu teuer. Ja, also jetzt prügeln sich erstmal Stallone und Carradine. Ja, genau, das ist die überflüssige und total actiongeladene Prügelei. Ja. Tja. Ja, lustig ist ja, der Film war in Deutschland bis 2002 auf dem Index. Ernsthaft? Ach so, Ja, und 2005 wurde er von der FSK nochmal neu geprüft und ungeschnitten auf 16 freigegeben. Wundert mich, dass es 16 ist. Ja, das wundert mich auch ein bisschen. Dazu ist er doch schon teilweise ein bisschen grenzwertig. Okay. Aber, also jetzt vom Inhalt, von den Bildern her, kommt es natürlich auch manchmal so
wie eben diese Sache mit dem Angler, wenn der Reifen zwischen seinen Beinen runddreht und das Blut spritzt. Ja, okay. Aber andererseits ist es auch so überdrehte Gewalt. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das wirklich die Uncut-Version ist, die da bei YouTube gelandet ist. Keine Ahnung. Also ich habe da noch so das mit dem Mechaniker, der dann quasi gepunktet wird. da habe ich so den Eindruck, da war der Schnitt ein bisschen sehr schnell. Also ich glaube, im Originalen war der da vielleicht noch ein bisschen... Ja, wobei auch im Original sind gerade so Autoszenen oft mal beschleunigt. Oh ja, das finde ich auch immer lustig. Wenn du dann wirklich schon so direkt siehst, dass die Szenen halt wirklich einfach schneller laufen gelassen sind, damit es halt irgendwie ein bisschen ein Stück weit dramatischer aussieht Action, und die da eigentlich total chillig da irgendwie so lang gefahren sind, wo du dir dann aber denkst, okay, in der Geschwindigkeit, das kann jetzt so rein physikalisch gar nicht hinkommen. Ach, jetzt kommen wieder Brüste. Ja. Hallo. Und Hendrik. Siehst du, ich sag's ja. Komm, Brüste und Hendrik ist da. Ja. So, wir sind fertig. Und du? Ich war schon gestern fertig. Ich weiß. Also ich habe jetzt fast eine Woche Urlaub hinter mir und bin immer noch fertig. Also von daher... Ich muss morgen noch und dann habe ich jetzt mal drei Tage. Ich war heute einkaufen, oder wir waren heute einkaufen. Wir wollten zum Ikea natürlich das, was wir wollten. Das hatten sie irgendwie nicht. Und dann waren wir irgendwie noch in so einem... was wollten wir da eigentlich noch? Schon wieder völlig vergessen, aber das war einfach so anstrengend. Die Menschen waren einfach so anstrengend. Das, okay. Weil irgendwie jetzt setzt sich so dieses, okay, jetzt Hauptsache ich und irgendwie so komplett rücksichtslos. Die Leute irgendwie, die fahren so völlig kopflos. Stellen ihre Karren wirklich in die dümmst anzunehmenden Möglichkeiten irgendwo ab. Und das war, nee, das war heute irgendwie sehr, sehr anstrengend. Und das hat irgendwie überhaupt keinen Spaß gemacht. Menschen halt, ne? Man kann nicht mit ihnen leben. Aber man darf sie auch nicht einfach überfahren. Ja, und man darf nicht ohne, genau. Siehst du, in dem Film schon. Da gibt es sogar gut. Punkte, ne? Ja. Ach, das Jahr 2000 war ein schönes Jahr. Ja. Die reden nicht gern drüber, aber es war nicht alles schlecht. Boah, diese Enttäuschung damals. Saß da, Silvester 2000, also von 99 auf 2000, hast du gesagt, ah, und jetzt gehen die Lichter aus, jetzt gehen die... Oh. Wieder kein Weltuntergang. Ja. Hätte man gewusst, dass das einfach 20 Jahre verschoben wird. Ja, ich meine 2020, das kann man schon mal gerne irgendwie, ne? Durcheinander hauen. Vielleicht geht ja auch einfach dieser Maya-Kalender so ein bisschen falsch. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Dingsbums, der David Carradine hat auch die Hauptrolle gespielt in Evil Toons, flotte Teens im Geisterhaus. Moment, war das jetzt Evil Teens, Evil Toons oder? Evil Toons, er spielt einen lebendig gewordenen Cartoon, der junge Pornodarstellerinnen sexuell belästigt. Natürlich. Also die Darstellerinnen sind jung. Viele, nein, Porno. Ach so. Aber hat immerhin eine 3,9 stattliche auf IMDb, ne? Von wie viel? 10. Aha. Also Cinema hat dazu geschrieben, vom Teufel geritten ist bloß der Erfinder. David Carradine hat gesagt, schauspielerisch ist dieser Film der Tiefpunkt seiner Karriere. Also er war alt und brauchte das Geld übersetzt. Naja, es war 92, da war er jetzt noch nicht so alt. Naja, schon, aber jetzt nicht aber so. Aber sehr viel mehr hat er ja dann hinterher nicht mehr gemacht. Also. Oh, das denkst du. Echt? Moment. Ja. Muss mal kurz auf den... Also ich meine, klar, logisch, also hier... ne? Als Antagonist in Kill Bill. Ja, also er hat 92. Überlegt, verdammt, wie hieß der nochmal in Kill Bill? Rüdiger. Ja, Rüdiger. Nein, er hat 92 hat er noch Waxwork 2 gemacht. Oh, der war auch furchtbar. Ja, wie der erste auch. Asphaltpropheten.
99 hat er bei Charmed zauberhafte Hexen mitgespielt. Erstmal kam noch 93 bis 97 die zweite Kung-Fu-Serie. Dann hat er bei Dr. Quinn Ärzten aus Leidenschaft mitgespielt. Oh ja. Er hat ja auch 2001 in der Serie Lizzie McGuire mitgespielt. Ja, das war dann irgendwie so ein bisschen so, ja, er hat sich dann irgendwie so die Serien dann wieder so als wahrscheinlich Broterwerb. Ja, gut, aber 98 gab es auch den Kultklassiker Kinder des Zorns 5, Feld des Terrors. Oh ja, die waren alle irgendwie so total furchtbar, oder? Die Kinder des Zorns. Also, ich will sie mir mal wieder komplett reinziehen, aber es erscheint jetzt demnächst ein neuer. Ja, warte mal, Kinder des Zorns, da war doch der erste, das mit diesen weißhaarigen Kindern mit diesen blauen Augen, oder? Nein, das ist Dorf der Verdammten. Kinder des Zorns ist Stephen King, was ja auch so eine der schwachsinnigen Übersetzungen ist. Die Geschichte heißt im Original Children of the Corn, also Kinder des Mais. Stimmt. Aber ja, das war in Deutschland irgendwie... Das war aber auch alles so Direct-to-DVD beziehungsweise Direct-to-VHS, oder? Nicht alles, aber das meiste dann. Also hier steht, der Film wurde direkt für den Videomarkt produziert. Ja, also, der fünfte dann, ja. Aber stimmt, Kinder des Zorns. Ja, stimmt, Kinder des Zorns. Da hatte King ja noch so von dem Film her noch einigermaßen guten Ruf gehabt. Ne? Also es war auf jeden Fall vor hier Rasenmähermann. Ja, wobei Rasenmähermann, da distanziert er sich ja heute noch von. Hat ja auch nichts mit seiner Geschichte zu tun. Wobei der ja tatsächlich von den reinen Special Effects gar nicht mal so übel war. Für die Zeit. Ja, es gibt ja noch einen zweiten. Ach, jetzt fliegen die Deutschen gleich in die Luft. Ach nee, Quatsch, nicht die Deutschen, die Dings. Wie heißt er denn? Ach, ich komme nicht drauf. Nero. Ja. Rasenmähermann, es gibt ja Rasenmähermann 2 Beyond Cyberspace, und der ist noch schlechter als der erste. Ich weiß. Und die Originalgeschichte ist ja eigentlich nur, dass ein Typ... Also ich muss ja dazu sagen, ich habe damals in dem Alter, wo ich den gesehen habe, den Rasenmähermann, also den ersten, tatsächlich richtig gefeiert. Gut, ich meine, ich war jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie alt wäre ich da gewesen sein, so... 4? 13 oder sowas. Also, ja, da fand ich den halt als Film schon mal nicht ganz so schlecht, aber... ich meine, sie mussten irgendwas machen. Die Originalgeschichte, da ist ein Typ, der hat seinen Rasen lange nicht gemäht, weil ich glaube, der Nachbarsjunge, der das im Jahr zuvor gemacht hat, hat mal eine Katze überfahren. Und deswegen ruft er halt so einen Rasenmäh-Service an. Und dann kommt da dieser fette Kerl an. Und als er rausguckt, läuft der Rasenmäher alleine über die Wiese und der fette Kerl robbt nackt auf dem Boden hinterher, frisst das Gras und betet den großen Gott Pan an. Und das war dann so ziemlich die Geschichte. Das war ein schöner Sommer, muss ich sagen. Ja. Das war's. Ja. Nee, aber... Sonnenbrand am Arsch, aber sonst war's schön. Das war quasi die Originalgeschichte im Buch, oder was? Ja. Oh, der hat sogar einen Erwolf mitgespielt. Okay, jetzt springe ich gerade massiv. Hier... Wer hat da nochmal die Hauptrolle gespielt? Das war doch ja der Remington Steele. Der Pierce Brosnan, ja. Pierce Brosnan, genau. Es ist schön, dass mir immer noch eher Remington Steele einfällt als James Bond, ne? Gut, Bond sind halt mehr... die das potenziell gespielt haben. Tatsächlich ist das einer meiner am wenigsten geliebten Bonds. Ja, verständlich. Also tatsächlich war es bei mir so, hab die alten Bond-Filme tatsächlich immer ziemlich gefeiert. Also ich noch die Originalen und dann kamen irgendwie diese Brosnan-Bond-Filme und da bin ich halt echt ausgestiegen. Weil das war halt irgendwie so ein bisschen wie die Batman-Filme, also die schlimmen Batman-Filme. Ach, ja. Mit Anzug und Fliege und halt in dieses James-Bond-Ding reingepackt. Ja. Und das habe ich halt überhaupt nicht gut gefunden. Und deswegen halt wirklich auch der Abstand, wo ich dann gesagt habe, so, nee, die neuen Bond-Filme jetzt mit Dings muss ich jetzt auch nicht unbedingt sehen. Wo, wie gesagt, ich wurde eines Besseren belehrt. Das sind gute Action-Filme. Die machen mir tatsächlich Spaß, aber auch wie hieß der vorher? Timothy Dalton, die zwei Stück, die finde ich auch total unterbewertet. Also die machen mir echt richtig Spaß. Aber das ist auch diese
die Filme liegen halt auch an dieser Actionfilm-Grenze. Im zweiten ist er ja genau wie bei Rambo 3 gemeinsam mit den Taliban die Russen dann bekämpfen. Was ist das? Blaues Licht. Was tut es? Es leuchtet blau. Immer noch eines der besten Filmzitate. Und man kann es so oft einsetzen. Nee, also tatsächlich, ich fand die Timothy Dalton Bonds fand ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm. Also auf jeden Fall wesentlich besser als Pierce Brosnan. Ja. Aber tatsächlich, also Daniel Craig ist dann so auch so weiß ich nicht, so, also das kann man echt gut mit diesen Batman-Filmen vergleichen. Also es gab halt so diese Zeit der wirklich schlechten Batman-Filme mit Nipple-Batman und mit Val Kilmer als Batman und sowas, die man halt echt nicht gesehen haben muss. Und dann halt eben diese neue Dark Knight-Geschichte von Zack Snyder und Nolan. Nolan stimmt nicht, Zack Snyder, glaube ich jetzt auf Zack Snyder. Weil Zack Snyder die anderen DC-Sachen da gemacht hat, alle. Ja, also, stimmt. Die schlechten. Genau, Nolan. Und die halt wieder echt gut gewesen sind, wo es mich halt, ich habe den ersten gesehen und mich hat es richtig, richtig, richtig weggehauen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich den geguckt habe. Kann sein, dass das damals noch Kulturpessimisten gewesen ist. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe das total weggefeiert. Also, ja, und so ähnlich ist das halt bei den Bond-Filmen auch. Also, wenn du dann halt die Brosnan-Bond-Filme anguckst, hier, was ist das? Gold, nee, nicht Goldfinger. Goldeneye, genau. Der halt versucht hat, wirklich so auf Krampf auf diesem Goldfinger-Ding da halt irgendwie so ein bisschen zu reiten, und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ja. Wobei das sogar noch der Beste ist, da kam dann später das mit dieser Eisfestung und was weiß ich, wo du wirklich nur noch den Kopf schütteln kannst. Ja, ja, das ist wie hier Indiana Jones. Also den gibt es ja auch bis zu Last Crusade. Ja. Und trotzdem bin ich auf den neuen gespannt. Ich weiß nicht. Das sind so Filme, die leben halt auch mit ihren Darstellern, ja. Und Indy ist halt nun mal, ne? Ja, gut, er spielt ja trotzdem Harrison Ford. Also er ist ja zwar, das ist aber das Problem. Das ist das Problem, Harrison Ford ist halt alt. Also ich hatte bei Harrison Ford auch als Han Solo schon massiv Probleme. Weißt du, was ich feiern würde? Harrison Ford im Alter jetzt, wenn er auf irgendeine Nazi-Demo geht und auch da Nazis aufs Maul haut. Oh, das wäre lustig. Das wäre ein schöner Indiana Jones. Okay, ja, das würde ich mir angucken, das stimmt. Nee, aber weiß ich nicht, das ist halt irgendwie so diese. Ja. Ganzen. Ich meine, gut, Pierce Brosnan war. Brosnan war auf jeden Fall in einem Film war richtig, richtig gut. 96 Mars Attacks. Ja, wobei das tatsächlich einer von den frühen Tim Burtons ist, die ich nicht so mag. Die späten Tim Burtons mag ich grundsätzlich nicht so, aber. Okay. Ich meine, es ist ein lustiger Film, aber manchmal ist er für seine Abgedrehtheit nicht abgedreht genug. Ja, das ist halt einfach schön durch. Also ich meine, Sleepy Hollow fand ich jetzt auch nicht so gut. Planet der Affen, hat mich dann erweitert. Big Fish, großartiger Film. Der ist toll. Charlie in the Schokoladenfabrik fand ich nicht schlecht. Corpse Bride, einer meiner Lieblingsfilme. Sweeney Todd, geht so, hätten weniger singen müssen. Wobei das gar nicht so schlimm ist. Also Alice in Wonderland ist der Animation. Ja, genau, der ist auch eigentlich nicht schlecht. Dark Shadows ging so. Frank Weenie ist super. Also ich meine, alles, was irgendwie Stop Motion und Tim Burton ist, das kann man eigentlich immer machen. Mhm. Insel der besonderen Kinder, den kenne ich, glaube ich, gar nicht. Den habe ich auch noch nicht gesehen und Dumbo auch noch nicht. Ja, also ich sag mal, bis auf Sweeney Todd und jetzt hier irgendwie Dark Shadows. Ich meine, Dark Shadows war auch okay, also. Ja, aber Dark Shadows ist ja eigentlich, hast du mal die Originalserie was davon gesehen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Das war ja eine ich weiß nicht, über 1000 Folgen lange Soap-Opera mit Vampiren und Hexen. Okay, und das ist meine Aufmerksamkeit. Ja. Es gibt irgendwo eine komplette DVD-Box davon, aber die kostet halt Schweinegeld, ist dafür schön in einem Sarg angerichtet. Einem echten. Ja. Gut, wenn das so viele Folgen hat, dann wirst du da wahrscheinlich wirklich sowas in der Größenordnung brauchen. Ja, also Dark Shadows war okay, also war jetzt nicht irgendwie ein Meisterwerk, aber konnte man sich schon angucken. War okay, das würde ich auch sagen. Ja. Die haben halt ganz viel aus dieser Serie genommen und
zusammengepackt und haben dann das als Comedy dann noch aufgelegt, neu, und das war dann ein bisschen grenzwertig. Nee, aber ich finde, also gerade, also ich mag tatsächlich sogar die alten Burton-Batman-Filme, die finde ich eigentlich ganz hübsch. Oh, ja, die sind richtig gut. Die haben halt ihre eigene, ja, die haben halt einfach diese Burton-Bildsprache. Ja. Also irgendwie total verzerrten irgendwie Formen und irgendwie dieses Beetlejuice-ige, ich mochte, ja, also ich mag den Stil tatsächlich schon. Das mag ich auch. Das gut, sein erster wirklich Kinofilm war ja Pee-wee's Big Adventure Pee-wee Herman. Mhm. Also den kann ich mir nicht angucken, weil ich Pee-wee Herman nicht ertrage. Aber Beetlejuice war ja schon mal geil. Ja, voll. Und also, ich hab gelernt, da haben wir das letzte Mal auch drüber geredet, dass das ursprünglich als richtiger Horrorfilm verfilmt werden sollte. Mit Sammy Davis Jr. in der Hauptrolle. Okay. Ich glaube, das wäre nicht so. Ja. Nee, das hätte nicht funktioniert, glaube ich. Das hätte nicht funktioniert. Also da fand ich die Besetzung tatsächlich echt, echt gut bei Beetlejuice. Ja. Durch diese Besetzung Michael Keaton, der ja auch tatsächlich nur sehr kurz überhaupt in seinem Film zu sehen ist. 17 Minuten von den 92 Minuten Laufzeit ist er nur auf der Leinwand. Ja gut, ich meine, aber die Geschichte dreht sich ja eher um Winona Ryder und ja. Aber dadurch, dass die hier diesen Film zusammen gemacht haben, da ist das Ganze ja auch erst Batman zustande gekommen. Entschuldigung, aber ich habe gerade so einen SMC-Anfall, wo ich einfach bloß noch ey, Mr. Daliman, Dalimi Banani. Das ist halt so eine großartige Szene. Mhm. Gut, genau, also die Burton, gut, Edward in Scherenhänden. Ich mag ihn. Er hat so, ich weiß nicht, so eine Atmosphäre, die, die macht mir Spaß. Ja, weiß ich nicht, es ist so ein bisschen so, weiß ich nicht, so eine Hassliebe irgendwie, ich mag, glaube ich, dieses ganze so USA-Vorart, Plastik, Ästhetik von dem Film nicht. Ja, aber das wird ja auch so richtig schön. Ja, das ist Teil davon, aber ich irgendwie grinscht es bei mir so ein bisschen. Ja. Verstehe ich gut. Die Musik, der Soundtrack von Edward von Scherenhänden ist furchtbar gut. Ja. Auch überhaupt diese frühen Soundtracks aus den Burton-Filmen, das ist ja Elfman. Danny Elfman, die sind eh gut. Also, überhaupt in den meisten, ich glaube, in den meisten Burton-Filmen ist tatsächlich viel Elfman drin. Also auch in den späteren. Ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, ich habe irgendwann so ein bisschen den Überblick verloren, aber bei den frühen auf jeden Fall. Ed Wood ist auch ein toller Film. Also, selbst in Dumbo wieder Danny Elfman. Oh. Also, den habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen, aber ja, das ist halt, Elfman hat halt auch eine gewisse Art und Weise, seine Musik zu schreiben. Die halt einfach passt. Also, oder was heißt passt? Also, die gehört halt zumindest für mich so ein bisschen zu dieser Burton-Ästhetik einfach dazu. Der hat immer so ein bisschen so was Tippelndes, so brum, 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 brum. Halt viel mit weiß ich nicht, was sind das? Tubas, Posaunen und sowas. Und mit denen spielt halt relativ viel. Also, relativ viel passiert auch über die Bläser. Bläser. Ja, genau. Wie gesagt, Sweeney Todd ist tatsächlich so als Musical tatsächlich nicht übel. Ich war tatsächlich über die Leistung von Johnny Depp? Nee. von Sacha Baron Cohen. Ach so, ja. Stimmt, der hat ja auch echt überrascht. Der war in dem Film richtig, richtig gut. Stimmt. Und dann Alan Rickman, gut, Alan Rickman ist eh eine coole Sau. Ja, ich weiß nicht, ich möchte halt nicht yet another Film mit Johnny Depp und Helena Bonham Carter sehen. Irgendwie, da bin ich jetzt irgendwie schon so ein bisschen überfüttert irgendwie. Also es hätte eigentlich nur gefehlt, dass sie da irgendwie die Winona Ryder auch irgendwie noch reingeschrieben hätten. Gut, Tim Burton war ja eine ganze Zeit lang mit Helena Bonham Carter zusammen. Das erklärt, warum die so viel da auftaucht. Ja, klar. Das war halt, war halt immer so irgendwie so dieses Zweigestirn bei den Burton-Filmen, so Johnny Depp und die Helena. Tja, weiß ich nicht. Ja, wobei sein Planet der Affen ist in meinen Augen der schlechteste Planet der Affen-Film. Ich mag die Originalreihe 2001. Ich mag die Serie, die Originale. Die
Also die Filmserie meinst du? Oder die Fernsehserie? Tatsächlich kenne ich das als Fernsehserie. Es kann sein, dass es. Also das es hat man gab, ja früher. Ja, es gab eine Fernsehserie. Also es gab es ja auch, dass man dann einfach so Sachen genommen hat, die auseinandergeschnitten und halt einfach aus so einem Film dann quasi eine Art Serie geschnitten hat. Das gab es ja auch ein paar Fällen. Nee, diesmal gab es aber hier wirklich eine Serie, die so ein bisschen an den ersten Film angelehnt ist, aber halt dann so richtig klassisch 70er-Jahre-Science-Fiction-Serie wird. Mhm. War relativ kurzlebig, aber die ist tatsächlich ganz also, interessant. Also die ist auch trashig as hell. Also. Ja, klar. Aber ich meine, das ist halt eine 70er-Jahre-Serie. Also. Die ist halt so. Ich meine, die 70er, das war ja nicht alles schlecht. Die haben uns so Sachen gebracht wie Planet der Affen oder Cold Seavers, Knight Rider. Nein, das waren die 80er. Waren das die 80er schon? Das waren die 80er. Okay. Ja, die 70er. Wobei die es ist ja immer wieder erstaunlich, 80er hier, was da an Serien rausgekommen ist. Star Trek Next Generation. Fuck. Ja. Das ist furchtbar alt. Oder selbst Voyager ist total alt. Eigentlich ja, schon. Ja, es ist erstaunlich. Und wie gut sich diese Serien gehalten haben. Ja, ich meine, wir haben Star Trek hier in Deutschland, haben wir jetzt irgendwie so Anfang der 90er gesehen. Wo es auf ZDF dann irgendwie so eine Episode in zwei Teile, die dann irgendwie jeweils eine halbe Stunde oder eine 20 Minuten irgendwie liefen. Halt in so zweigeteilten, also quasi da, wo in den USA dann der große Werbeblock gekommen wäre, hat dann das ZDF quasi abgeschnitten und hat dann irgendwie, keine Ahnung, heute noch Rechten gemacht. Mhm. Und du hast halt die Episoden halt wirklich so ausladend dann bekommen. Und irgendwann haben sie dann umgeschaltet und haben dann halt irgendwie so die kompletten Episoden dann wenigstens zusammengelassen, was schon mal ein großer Fortschritt war. Und ja, und da hast du halt gedacht, boah, das ist irgendwie so State of the Art. Und dann habe ich irgendwie so in Mitte der 2000er dann lernen müssen, eben so, ja, keine Ahnung, das ist irgendwie in 80ern gedreht worden. Und denkst du so, wow, nicht ja, übel. Das, wann ist denn eigentlich die Originalserie? Deutschland. TOS, also Original. Ja. Die muss, glaube ich, in den 70ern oder sowas gelaufen sein in Deutschland. 72 auf ZDF lief die damals. Ja. Weil ich weiß, mein Vater hat mir das erzählt, dass er das dann halt irgendwie gesehen hat, weil halt irgendwer aus seinem, ich weiß gar nicht, was sein Vater selber, sein Vater war irgendwie so Fernmelde-Elektriker oder Elektroniker und der hat natürlich viel gebastelt und selber viel gebastelt und deswegen hatten die da halt auch irgendwie Westfernsehen und es lief halt dann damals irgendwie auf Sat.1 dann, so nach der Wende und mein Vater so, ja, das können wir uns mal angucken, das ist hier Raumschiff Enterprise und das ist cool und da sollten wir mal reingucken und haben dann halt irgendwie TOS halt komplett durchgesuchtet, wo das dann halt so während der Wendezeit dann halt irgendwie auf Sat.1 lief. Wobei die im ZDF ja damals, die haben sich ja von die Serie war schon komplett, also 79 Folgen, haben sich erstmal 26 Stück ausgesucht und die synchronisiert. Und weil das tatsächlich ein Erfolg war, dann haben sie dann gedacht, ach komm, kaufen wir mal 13 weitere Folgen. Und 40 Folgen haben sie tatsächlich überhaupt nicht berücksichtigt. Darunter wirklich große Klassiker, die heute so als die Top-Folgen gelten. Okay. Auch einfach, weil sie als zu geschmacklos und zu gewalttätig galten. Okay. Aber das haben die damals sowieso oft gemacht, dass sie einfach Folgen weggelassen haben, die ihnen nicht gepasst haben. Ich meine, bei der einen Folge verstehe ich diese Nazis im Weltraum-Folge. Ah, wir sind jetzt noch bei TOS, okay. Ja, bei der Originalserie, ja. Ja, genau. Und aber auch diese 39 Folgen, die sie ausgestrahlt haben, aber es waren auch 33 Stück geschnitten, einen davon um 13 Minuten, also ja, okay, ein Drittel fast. Ja, das ist schon ordentlich. Ja. Also ich sag mal so, also TOS ist tatsächlich sowas, was für mich jetzt, wenn ich es jetzt sehe, tatsächlich nicht so gut gealtert ist wie TNG. Ja, ist es auch nicht. TNG ist richtig gut gealtert. Ja. Da kann man, das kann man auch schön bingen noch, aber bei der Originalserie schaffe ich nicht so viele Folgen auf einmal. Also ich bin ja auch hier Team Deep Space Nine. Also ich fand Deep Space Nine tatsächlich eine echt gute Serie. Ich gucke das immer, also ich habe das immer wieder gerne geguckt. Gut, mittlerweile
kenne ich es langsam auswendig. Sie haben halt einen guten Punkt gefunden, wo die Serie quasi so von der Handlung, so von diesem, okay, halt jetzt erstmal so, das ist halt jetzt nur auf dieser Station zu, okay, das weitet sich ein bisschen aus auf die umgehenden und mit dem Wurmloch und das ganze Zeug. Mhm. Und dann halt zu, okay, sie haben jetzt irgendwie die Defiant, glaube ich, war es, mit der sie dann rumfliegen, ja. Und da quasi so wieder ein bisschen mehr in das originäre Star Trek-Ding reinspringen. Die haben da halt immer so einen guten Punkt gehabt, wo sie das gemacht haben, glaube ich, wo das echt gut funktioniert hat, wo es halt irgendwie nicht langweilig geworden ist und dann halt irgendwie so teilweise auch die Darsteller mit Worf und O'Brien da so damit reingeholt haben. Nee, das war glaube ich alles ganz gut. Also das ist auch, also meine Lieblings-Star Trek-Serie nach wie vor. Ja, also Voyager hat mich dann nicht mehr so gefesselt tatsächlich, weil das dann wieder mehr so das Monster of the Week gewesen ist. Ja, die hatten Pläne, aber die haben sie einfach nicht umgesetzt. Also da gibt es hier diese Year of Hell Folge oder Zweiteiler. Da hatten sie ursprünglich tatsächlich geplant, daraus einen Handlungsbogen zu machen, der wirklich so ein komplettes Jahr dauert. Das hätte echt total interessant werden können. Aber das haben sie sich dann doch nicht getraut und haben daraus einen Zweiteiler gemacht und dann, ja, ist nicht schlecht, aber okay. Und auch mit Enterprise bin ich erst nicht warm geworden und jetzt erst so in den letzten Jahren weiß ich es mehr zu schätzen. Enterprise war dann die mit Scott Bakula? Genau. Habe ich kurz reingeguckt, hat mich überhaupt nicht. Also tatsächlich mag ich die ersten beiden Staffeln, die ja stark kritisiert sind. Mittlerweile mehr als dann so die dritte Staffel, wo sie diesen großen Handlungsbogen haben. Und dann die vierte Staffel, wo sie, da haben sie dann so immer so 3-4 Folgen eine große Story gebracht. Das hat mich irgendwie nicht so überzeugt, weil so die ersten 2 Staffeln, wenn man die jetzt dann nochmal guckt und sich drauf einlässt, ist das so eine klassische Star Trek Serie. Dann ist das nochmal ganz gut. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich da bei mir auch einfach so, ja, einfach im Laufe der Zeit der Geschmack, ja, halt einfach klar, massiv verändert hat. Also ich meine, ich bin zum Beispiel, also ich habe auch die neue jetzt irgendwie, habe ich auch mal ausprobiert. Quasi den Serien-Reboot von Star Trek, und ich fand ihn gut gemacht. Aber das Ganze hätte tatsächlich dieses Star Trek-Label überhaupt nicht gebraucht. Nee. Und langweilen wir dich. Hallo Hendrik. Guten Morgen. Na? Guten Morgen. Na? Schaut's denn aus? Ich gehe mal einen Kaffee holen. Ich gehe mir, glaube ich, immer noch ein Kaltgetränk holen. Das ist vielleicht keine ganz schlechte Idee. Ich bin auch gleich wieder da. Dann mache ich die Pausenmusik. Ja. Dum, 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 dödel, 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 also ich bleibe jetzt sitzen, weil ich jetzt wissen will, was die Pausenmusik ist, aber... Dödel, 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 dödel. Ich singe einfach. Dödel, 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 dödel. Dödel, 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 dödel. So, da bin ich auch wieder. Nee, was mir an... Ich schneide das bestimmt, ne? Nein. Ich schneide nur alles raus, wo ich rede. Das ist gut. Nicht, wo ich singe. Ja. Nee, aber das Discovery... ich habe ein Problem mit der Serie. Ich habe dasselbe Problem mit vielen Netflix-Serien und so weiter, überhaupt so modernen Serien. Es guckt sich wie ein langer Film, aber leider meistens wie ein zu langer. Das ist so ein bisschen das wie heißt er denn hier von Doctor Who, der Schreiberling? Moffat. Moffat, ja. Der halt Sachen einfach zu lang ausdehnt auf eine Serie. Wie hieß es im Hobbit, im Herr der Ringe, wie Butter auf zu viel Brot verstrichen. Das ist halt so... Ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem die restlichen Marvel-Serien da auf Netflix mal geguckt. Okay. Und es ist meistens so, was weiß ich, 12, 13 Folgen. Die Handlung, würde ich sagen, auf 8 Folgen wäre es spannend. Aber so zieht sich das und es nervt mich einfach. Ja, das ist halt wie die Hobbit-Filme. Das ist halt auch, ja, das hätte nicht sein müssen. Das hätte man wirklich echt gut in ein, vielleicht maximal 2 Filmen wirklich richtig gut, ja, erzählen können.
es war halt nur Stoff für ein Buch. Ja, und da dann halt noch irgendwie noch Kram dazu erfinden und hast du nicht gesehen und muss nicht sein. Aber gut, man musste die Kuh halt melken, ne? Ja. Was sind wir jetzt eigentlich gerade bei Death Race 2000? Bei mir ist er fertig. Hendrik, hast du jetzt schon den großen Plot-Twist am Ende gesehen? ja, du hast ihn gesehen, ich hör's. Sollen wir es dir verraten, wie es ausgeht? Frankenstein lebt. Ja genau. Stimmt. Und heiratet. Ja, das fand ich ein bisschen verwirrend. Was? Dass der Frankenstein heißt? Nee, wer ist die komische alte Schachtel, die ganze Zeit rumrennt? Das ist Thomas, wie hieß sie? Irgendwas, also das ist die Anführerin der Rebellen. Thomasia Payne, ja, Payne stimmt schon. Rebellen? Auch so komisch fand, die hat ja auch diesen Fernsehauftritt da, wenn sie die ganzen Sender kapern. Mhm. Und ich denke, oh Gott, warum die? Warum suchen sich die Rebellen nicht jemanden aus, der wenigstens so ein bisschen Charisma hat? Frankenstein arbeitet fürs Imperium? Nein, gar nicht. Du hast, wie gesagt, das ist der Plot-Twist am Ende. Aber ich fand tatsächlich die Szene, wo die in der Klotze lief, die fand ich tatsächlich von der Ästhetik her richtig, richtig gut gemacht. Das war, glaube ich, die bestgemachteste Szene in dem ganzen Film. Ja, aber trotzdem fand ich dann ihre Rede ungefähr so, also wenn die Rebellion mit mir so reden würde, würde ich denken, och, nee, lass mal. Nee, lassen wir vielleicht den Status quo doch lieber so, wie er ist. Ja, das stimmt. Das war echt furchtbar, aber so die Bildästhetik von dem Ganzen mit irgendwie so diesen, keine Ahnung, was für Kameras die das gedreht haben. Das hatte halt schon sowas von wirklich so ganz, ganz alten Filmaufnahmen, so, keine Ahnung, also von der Ästhetik her schon so ein bisschen was so Riefenstahl, Drittes Reich, so von der Beleuchtung her und wie das so aussah. Ja, das stimmt, ja. Es ist gut gemacht. Also, man kann es nicht behaupten, dass der Film komplett gut gemacht ist. Nee, aber ich habe echt schon viel Schlechteres gesehen. Er ist Trash. Er ist richtig unterhaltsamer Trash. Ja, doch. Also es waren tatsächlich eine Stunde 19 Minuten oder sowas, was der Film geht. Ja. Also ich habe schon viel Schlechteres gesehen. Das stimmt. Ich auch. Auch schon für diesen Podcast. Ja, ich meine, irgendjemand muss ja für unsere Sünden sterben. Roy Black in Death Race 2000. Was? Das wäre mal ein Crossover gewesen. Oh ja. Oh, nein, Gott. Wir haben ja schon diverse Roy Black-Filme geguckt. Stimmt, ich erinnere mich. Dunkel. Ja. Man verdrängt viel. Oh ja. Was sind eure liebsten Filme von Troy McClure? Außer die erotischen Abenteuer des Herkules. Das ist eine echt gute Frage. Tatsächlich ist es so viel, dass mir überhaupt gerade nichts einfällt. Deswegen google ich ganz schnell. Ich kann hier die Hosts nicht, also die Stammhosts von dem Ding hier jetzt nicht bloßstellen, dass ich alle kenne. Nee, gar nicht. Sie kennen mich vielleicht aus Filmen wie... Ja, rauchen Sie sich dünn. Sei zuversichtlich, Dummkopf. Natürlich gibt es irgendwo eine Liste mit allen Troy McClure-Zitaten. Mein liebster Film von ihm ist ja halb vereselte Anleitung zur Fundamentreparatur. Okay. Das war so ein Heimwerker, ne? Ja. Ja. Ich habe mich extra, weil ich glaube, Flo, du wusstest ja nicht, wer da heute jetzt eigentlich als Gast aufschlägt. Dass ich das dann bin. Ach, du bist das? Ja, ich bin das. Ich dachte, du wärst ja einfach nur so zufällig da. So dachte ich, installierst du mal TeamSpeak, gehst auf diesen Server, auf dem du normalerweise nicht rumhängst. Genau. Und einer der besten Gags tatsächlich bei den Simpsons, ich heiße gerade im TeamSpeak Elga Incognito. Das ist tatsächlich ein Gag aus der Zeit, wo die Simpsons noch richtig, richtig gut gewesen sind. Oh ja. Ich habe eine Liste gefunden.
Natürlich sehr gut. Sie kennen mich aus Filmen wie Mami, was ist denn mit dem Gesicht dieses Mannes? Ja. Alice lebt leider nicht mehr. Die tollsten Erlebnisse beim Hula Hula. Ach, wollten wir nicht mal Elvis-Filme gucken? Das halte ich nicht durch, sorry. Nee, ich auch nicht. Richtig, richtig schlimme. Oh, die kannst du dir nicht angucken. Also es ist grauenhaft. Das Urteil lautet Postbetrug. Mein Name ist Dingster. Schrei Yuma. Ich glaube, du hast gerade die gleiche Liste wie ich. Hier kommt die Küstenwache. Prediger mit einer Schaufel. Den würde ich gucken. Prediger mit einer Schaufel klingt tatsächlich lustig. Die Rache von Abe Lincoln. Gab es da nicht mal irgend so einen Lincoln? Demon Hunter, Abraham Lincoln, Demon Hunter, ja, oder genau. Zombie Hunter oder sowas. Ja, genau. Sowas. Doch, der war sogar relativ groß, oder? Ich fand ihn unterhaltsam. Ich habe den noch nicht gesehen, aber Wie man sich bei dem Titel denken kann, ist er keine anspruchsvolle Unterhaltung. Also ich sag mal, der ist jetzt auch historisch jetzt nicht ganz gut. Abraham Lincoln Vampire Hunter. Und der ist jetzt nicht unbedingt eine historisch korrekte Abbildung des Lebens von Abe Lincoln. Man weiß es nicht. Die Historiker nicht streiten dabei. Sich noch. Ja, genau. Oh, wei, oh, wei. Ruft alle Quäker. Aber in dem Film Abraham Lincoln Vampirjäger zieht jemand nach Springfield. Oh, somit schließt sich der Kreis. Und, ne, Produzenten, Abraham Lincoln, Vampire Hunter, Tim Burton. Ah. Wählt zweimal M für massive Mordlüsternheit. P steht für Psycho. Und ein sehr aktueller Film, der das Rückgrat des Präsidenten fehlt. Ja. Haben wir eigentlich noch Twitter? Der hat doch heute wieder irgendwie dummes Zeug von sich gegeben, dass er jetzt Twitter sperren will, weil... Ach, genau. Ja. Der Präsident blockiert Twitter. Ich hab ja tatsächlich so mittlerweile so ein bisschen so den Eindruck, dass der Trump einfach zu viel Reinhard Krebe gesehen hat. Ich bin der Präsident! Man sollte ihm vielleicht sagen, dass er das nicht ernst meint. Ich meine, der redet von Kaffeeplantagen in Dings. Krimmitschau. Ja. Und es gibt in Krimmitschau meines Wissens nach keine Kaffeeplantagen. Ich habe nachgeguckt. Ich habe da mal eine Weile in der Nähe gewohnt. Ja, natürlich hat Troy McClure ja auch im Planet der Affen Musical mitgemacht. So, dass sich wieder ein Kreis schließt. Hier schließen sich Kreise, ich sag's dir. Tja. Und natürlich in Lehrfilmen. Die Welt ohne Zink. Fuzzy Bunny ist. Hier kommt die Maßanalyse. Bleifarbe, künstlich und tödlich. 60 Minuten von einem Autounfall Opfer. Was ja auch irgendwie wieder zum Thema der heutigen Sendung ganz gut passt. Auch der nächste passt relativ gut. Alice's Abenteuer durch die Windschutzscheibe. Ja, die Enthauptung von Larry Leadfoot. Das Fleisch und du, Partner und Freiheit. 2-3 ergibt negativen Spaß, was zu diesem Podcast immer passt. Schönen guten Tag, ich bin heute Ihr negativer Spaß. Ach. Feuerwerkskörper, die leisen Killer. Janni, nicht so richtig. Platten, die mir aufgepasst. Designated Driver, the life-saving nerds. Das ist diese schöne Szene bei Mo. Wer von euch ist der Fahrer? Ich. Raus, ich kann Drückeberger nicht brauchen. Do-it-yourself-Videos wie Grab dein eigenes Grab und spare. Mothballing your Battleship. Der berühmte Spendenmarathon draußen mit Gicht 88. Ja, Troy McClure, auf jeden Fall ein großer Hit. D-
des imaginären Fernsehens. Rauchen sie sich dünn. Mhm. Und es gibt auch ein Parfüm, das Geruch von Troy. Der Geruch von Troy. Ja, Troy McClure war ja auch mit Patty und Selma verheiratet. Ja. Und einem Leguan. Das ist das Furchtbare, das ist wieder dieses Zwillingsding. Man kann da immer nicht so richtig sagen, wer. Also, natürlich machen Zwillinge eigene Sachen und. Aber irgendwie existieren die halt bei einem schon so ein bisschen so in so einer. Als so ein Wesen. Und das ist eigentlich total stimmt. Schon. Sollten wir mal eine von den Zwillingen einladen? Das solltet ihr unbedingt machen. Die nur sind, eine? Die sind tatsächlich beide sehr, sehr unterhaltsam. Also auch einzeln. Ach nee, dann nicht. Es gibt ja auch noch, könnte ich jetzt noch total gut Podcasts placken. Also jetzt mal nicht meine eigenen, sondern eben den Twin Think, der tatsächlich furchtbar gut ist. Okay. Ja, ich weiß. Mhm. Aber das ist, die zwei Leute, die das hier hören, wissen das aber auch schon. Und mindestens eine Person von denen, von den zwei Leuten, die das hier hören, also ich, hab da auch schon mal mitgewirkt. Twin Think? Twin Think heißt der, ja. Na dann, ach guck hier. Abonnieren. Wir sind bei der Episode, was ist denn das? Haben die keine Episodennummer? Das ist ja furchtbar. Doch, irgendwie hatten die doch Zwilling, Trilling. Ach so, Zwilling. Also, Judith und ich sind bei Zwilling dabei. Trilling ist, wer macht denn damit? Das ist Daniel. Okay, der ist ja auch, wenn es der Daniel ist, wo ich jetzt gerade denke. Der ist auch. Ja, ist es. Mhm. Der Probevater. Ja, wie alles, genau. Ah, und danke Stefan, genau das war auch ich. Habe ich bei der Twin Things Sonderfolge habe ich noch ein bisschen, das war ihre Geburtstagsfolge. Und das ist tatsächlich einer der Geburtstage, der ersten Geburtstage ist, den sie seit langer Zeit mal wieder. Wie, die sind schon 39, die sind älter als ich. Ja. What the fuck? Echt jetzt? Okay. Wir sind gleich alt. Ah, okay. Ich meine, gut, Flo, dir sieht man es ja an, also. Ich sehe aus wie 93, das ist der Unterschied. Also es gibt Leute, die du sagen... Du riechst wie 93. Es gibt Leute, die sagen, da Augenringe dazu, ich würde es eher Jahresringe nennen, aber, aber bei den Zwillingen hätte ich das jetzt, bei Vera und Inga hätte ich das echt nicht gedacht. Aber gut, man lernt halt etwas. Ich habe auf jeden Fall geholfen, die Dings zu reparieren, die Folge, weil da aufnahmetechnisch so ein bisschen was kaputt gegangen ist. Naja. Ja. Jo. Und sonst noch, ich meine, wir sind ja jetzt auch hier unter einem Podcast-Label. Da können wir auch Werbung machen für Podimo Zeug. Oder was? Nein, ein richtig gutes Podcast-Label. Die De La Sasta Productions. Oh, okay. Ja, da. Das ist völlig. Ich habe gestern zum Beispiel diese wundervolle Traumfolge gehört, die erste. Okay. Dela Pent, noch nicht gehört? Dela Pent, ich kam noch nicht dazu. Ich habe noch irgendwie. Ich grusel mich ein bisschen davor. Das hier liest sie nur ihre Tweets, die Tweet-Highlights vor erstmal. Ah. Hm? Nee, Dela Pent ist tatsächlich super. Also dem ganzen Geschehen folge ich schon eine Weile. Hm. Wobei ich dann noch auf Delas Analyse ihrer eigenen Dela Pent-Geschichten gespannt bin. Dela und Freud. Mhm. Dela freut sich. Freut nicht so. Ja. Ach. Sonst so? Was haben wir jetzt eigentlich aus dem Film mitgenommen? Guck mal schön links und rechts, wenn ihr über die Straße geht. Vor allem, wenn gerade irgendwie so ein also großes Rennen irgendwie so quer durch ein wenn die Hunger Games gerade stattfinden. Oder die Hunger Games, dann auch auf jeden Fall. Also ich finde ja, der Film hatte tatsächlich alles actiongeladene Prügeleien, Reifen, die im Sand quietschen. Das finde ich immer wieder bemerkbar.
Brüste. Brüste. Sinnlose Explosionen. Brüste. Und komplett hirnrissige Verfolgungsjagden. Brüste. Die letzte Verfolgungsjagd, wo der Typ dann mit einem Flugzeug, das eine Bombe unten drunter hängen hatte, aber ja. 12.000 Bomben geworfen hat. Und dann dieses Auto, was sich quasi in diese Verfolgungsjagd noch zwischen reingehängte, was halt dann kurz da war und dann halt einfach von der Straße runtergefallen ist und halt kaputt gewesen ist und explodiert ist. Ja, vor allem, weil die anderen alle explodieren. Das ist so. Das Auto war halt wirklich so in dem Schnitt und so, wie es da halt angelegt. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwie mal anders gedacht war, aber es war halt total nutzlos. Es ist halt, es war da, es kam kurz irgendwie böse Synthesizer-Musik und dann ist es halt einfach von der Straße gekippt und explodiert. Ohne dass jemand anders irgendwas mit dem Auto gemacht hat. Es ist halt einfach umgefallen und explodiert. Und ja gut, mit dem Flugzeug, das war dann genau das Gleiche. Der ist so irgendwie an so einen Felsen rangefahren und auf einmal hast du so das Flugzeug gesehen. War quasi so der übliche Filmhubschrauber, der ja nicht landen kann, sondern das prinzipiell immer explodiert. Ja. Und wenn du eine mechanische Hand hast, sieh zu, dass eine Handgranate darin integriert ist. Das ist voll praktisch, genau. Ja, nee, das war auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, gib dann deiner quasi Freundin dann deine Klamotten und fahr dann den Präsidenten auf seinem Rednerpult um. Auf jeden Fall. Das sollte man öfter machen. Ich hätte dann keine Rechtsberatung. Aber keine Rechtsberatung und auch kein Aufruf zu irgendwelchen dummen Tätigkeiten, ne? Ja. Nee, aber doch, der Film hatte schon, nee, der hatte nicht viel Schönes. Wie gesagt, das mit dem Tunnel war halt so eine Szene, wo ich mir so gedacht habe, so, das haben die jetzt nicht. Doch, das machen die gerade wirklich. Und dann so in der nächsten Szene, wo das Auto dann reinfährt, ist der Tunnel halt innen drin auch schwarz. Also es war wirklich so ein kompletter, okay, ich habe mir das bei Acme bestellt, weil die ja. Moment. Und an der Stelle weiß ich nicht, haben die das zu dem Zeitpunkt wirklich ernst gemeint oder waren die sich der Ironie dessen, was sie da gerade machen, wirklich bewusst? Ja. Kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich. Ich meine, auch diese Szene da mit den Tretminen. Oh ja. Oh, die war schön. Wobei die halt echt irgendwie in der Einfachheit, wie sie gemacht war und in der Spannung, wie sie aufgebaut hat, schon irgendwie gut gemacht war. Also da waren so ein paar Dinge. Ich glaube, das waren einfach irgendwie Filmstudenten, die da so aus einzelnen Szenen da so ihr Studienabschlussprojekt oder sowas gemacht haben. Wie eben das mit dieser, wir filmen jetzt hier Thomasina Paine, irgendwie mit alter Videotechnik und Beleuchtungstechnik, dass das halt wirklich so richtig ohrreidig aussieht. Und aber das sah halt echt aus. Oh, ich sehe gerade auf der DVD ist ein Making-of drauf. Oh, es wäre total furchtbar, wenn ich dieses Making-of nochmal in die Finger kriegen würde. Das würde mich tatsächlich total interessieren. Also ich habe, es gibt auf YouTube auch von, ich glaube, Caddyshack. Making-of Caddyshack. Das ist furchtbar gut. Und die Typen, die das ganze Ding gemacht haben, dieses Caddyshack und noch dazugehörigen Filme und teilweise noch, die hingen dann auch bei Blues Brothers wieder mit rum. Also das war irgendwie so ein riesengroßer Mischpuck, so die viele von diesen Filmen halt einfach zusammen gemacht haben, immer irgendwie unter einem anderen Label, weil das muss wohl echt, also gerade Caddyshack muss wohl ziemlich heftig für die Produktion gewesen sein. Also, wundert mich jetzt bei den beteiligten Leuten gar nicht. Also eher so von heftig, von was dann nach Drehschluss passiert ist. Da muss es wohl echt gut hergegangen sein. Also so wie es aussieht, ist dieses Making-of ein Zusammenschnitt der Mordszenen und ein paar Interviews zwischendrin. Ja, und dann haben wir den umgebracht, weil es hat halt gerade gut gepasst. Also ich weiß, es ist gerade der Bauarbeiter kastriert worden und dem einen Typen ist der Kopf unterm Reifen geplatzt und jetzt ist dieser Stierkämpfer gerade aufgespießt worden. Was zur Hölle war eigentlich mit dem Stierkämpfer? Wo kommt der eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Auch dieser Typ im Kleid mit seiner Familie, wo sie auf dem
Picknickplatz die Bombe versteckt haben. Ich würde auch, ohne Scheiß, ich würde gerne zu diesem Film, würde ich gerne mal das originale Skript lesen. Einfach um zu verstehen, wo teilweise eben genau das mit diesem Stierkämpfer, wo das eigentlich herkommt, wer irgendwann mal auf die Idee gekommen ist, das ist so eine total gute Idee hier jetzt. Also ich meine, klar, das Auto war halt ein Stier, aber es ist eine gute Idee, da jetzt diesen Stierkämpfer da reinzupacken. Vielleicht ist ja das Originalbuch richtig gut. Der Roman zum Film. Das ist nur das Transkript. Scheiße, du findest das jetzt wirklich und dann muss ich das lesen. Ich hoffe es doch. Und bis zum nächsten Mal ein Kurzreferat darüber schreiben. Mhm, bestimmt. Also mit dann, einer PowerPoint. Bis ich dann das nächste Mal. Nee, wenn mache ich dann Page. Keynote. PowerPoint fasse ich außerhalb des Arbeitsalltags, wo ich das anfassen muss, nicht an. Also ich meine, kann ich schon, aber dann ist das halt alles irgendwie Comic Sans und bunt blinkende. Ja, so wie es sich gehört. Oh, da werden wieder Kinder geschlachtet. Gibt's gleich Abendessen? Ja, das ist das Rennen draußen. Aber die geben ja nicht viele Punkte. Stimmt. Unter 12 ist ja jetzt nicht so. Naja, es ist tatsächlich nur ein Transkript und nicht das Originaldrehbuch. Schade. Ja, ich meine, gerade bei solchen Filmen, also mich würde das stellenweise schon mal interessieren, wo das dann herkommt, weil an irgendeiner Stelle muss ja sowas tatsächlich irgendwie so einen logischen Sinn irgendwo ergeben haben. Naja, hoffe ich. In solchen Fällen sage ich, es waren die 70er. Ja, ich meine, okay, LSD und Co., die haben aus vielen Sachen logische Zusammenhänge erzeugt, die da vielleicht nicht unbedingt so da gewesen sind. Von daher, möglich. Allein ist es ja am Anfang dieser Szene nochmal, wenn die Fahrer ankommen und Stallone erstmal seine Tommy-Gun nimmt und in die Menge schießt. Ja, und natürlich jemand trifft. Ja, der trifft da halt auch niemanden. Also der steht da und hält mit der Tommy-Gun quasi, also zumindest vom Schnitt her, direkt ins Publikum und die jubeln halt weiter. Also ja, da fällt jetzt niemand um. Das wäre halt das gewesen, was ich an der Stelle einfach erwartet hätte, dass da halt zumindest ein paar Leute umfallen und andere vielleicht ein bisschen komisch gucken oder ein bisschen Panik ausbricht. Oder, nö, die Frankenstein. Das ist halt wobei das mit dem anderen, das war dann schon wieder lustig ironisch, wo der gesagt hat, ja, sie kenne ich doch, sie sind doch hier diese Rennfahrer, ich habe irgendwie meine ganze Bude mit Bildern von ihnen zu, sie sind doch dieser Frankenstein. Das war dann schon wieder lustig. Ach. Ja. Ja. Es ist ein schöner Film. Auf jeden Fall. Wenn man Trash mag. Cineastisches Meisterwerk. Würde ich das Ganze jetzt nicht nennen, aber. Ja. Nee, aber wenn man es wirklich für das mag, was es ist, und das ist halt einfach so ein bisschen Trash und sowas. Also wie gesagt, ich nominiere ja Monte Carlo Rally so quasi als nächsten Film, der da mal besprochen werden sollte. Der geht, glaube ich, auch in eine ähnliche Richtung. Wir haben eigentlich noch so viele Filme auf unserer Liste. Wir haben ja von Anfang an gesagt, wir wollten mal eine James-Bond-Retrospektive machen. Oh, da wäre ich auch dabei, das wird lustig. Mal gucken, ob wir es irgendwann hinkriegen. Habt ihr 2025 noch Zeit? Klar. Ja, sag das für dich. Ich weiß nicht, ob ich da noch lebe. Ach, Flo. Du musst ja jetzt einfach durchhalten. Das ich stopp mich einfach aus und pack hier so eine Alexa in dich rein und dann geht das. Ja. Programmiere die einfach mit meinem Sprachmuster. Genau, und den Rest machen wir dann einfach im Schnitt. Das läuft schon. Genau. So mache ich das ja sowieso immer. Dann machen wir einfach irgend so eine AI dahinter. So die Flo-AI. Das wäre doch auch mal ein lohnendes Projekt. Manchmal fällt es ein bisschen auf. Das ist nicht ganz zusammen, pupst. Aber sonst geht das meistens gut. Ja, nee. Also funktioniert jetzt schon ganz gut. Also ich meine, gut, dieses Rechenzentrum, was da jetzt dahinter steht, irgendwie mit so diesen Großrechnern, mit diesen Nvidia-Grafikkarten, die wir da jetzt irgendwie reingebastelt haben. Ich meine, das war schon ein bisschen auch finanzieller Aufwand, aber ich meine, im Endeffekt, es funktioniert ja, also es ist bis jetzt weder auf Twitter noch
irgendwie so im Podcast noch niemandem aufgefallen, dass das jetzt eigentlich bloß eine AI ist. Also ich meine, das Einzige, was wir jetzt, jetzt noch nicht hinkriegen, ist halt dieses Linus Nuff da, aber ich glaube, da arbeiten wir ja auch gerade dran. Ach, ich müsste auch mal dran arbeiten. Das hätte der Flo jetzt auch gesagt. Naja. Also der echte Flo, nicht der AI-Flo. Ihr könnt auch hier einen Esel hinsetzen, das ist dann der IA-Flo. Das wäre auch lustig. Oh ja, das wär's. Der aus Schreck. Das sollte übrigens jetzt wirklich ums Verrecken kein Nudging sein. Ich hab's mittlerweile so, ich hatte irgendwie die Programme nicht mehr so zugänglich, die ich dafür benutzt habe. Microsoft Paint. Du wirst lachen, ich habe mir eine ganz alte Version von Microsoft Paint besorgt, mit der es besser geht als mit der aktuellen. Okay. Ja, mittlerweile habe ich wieder alles zusammen, was ich brauche. Ich hatte ja auch schon mal so eins und zwei und dachte, okay, vielleicht schaffst du es wenigstens jeden Sonntag mal einen rauszuhauen. Ich glaube, 3 Wochen habe ich es gepackt. Du fühl dich nicht irgendwie gepusht oder sonst irgendwas. Also gar nicht. Aber wäre schon schön. Mhm. Ja, ja. Ich werde dich Sonntag einfach wieder dran erinnern. Nee. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe hier noch welche liegen. Es wär halt total lustig, wenn du halt für sowas dann wirklich so das auf dich nimmst, dass du dann extra nochmal auf dem Rechner irgendwie eine VM installierst, nur um irgendwie so das Windows 95 Paint da an Start zu kriegen. Das kriegst du tatsächlich, das läuft auch auf moderneren Betriebssystemen. Das ist einfach so ein kleines, publikes Programmchen dann. Okay. Aber bis du das mal gefunden hast. Naja. Warte mal, wo habe ich denn Comic Strips? Soll ich dir da vielleicht einfach mal so Photoshop-Actions oder sowas draus machen? Habe ich ja auch drauf, benutze ich aber bei den Comic Strips tatsächlich nur für mal für Effekte oder so im Hintergrund. Es geht tatsächlich am besten mit diesem alten Scheißprogramm. Okay. Ja. Ich meine, ist ja auch, wer ist denn das? Ist das, ich glaube, es ist Erzähl mir nichts, die da irgendwie so eine furchtbar alte Software für solche Sachen halt noch am Laufen hat. Und da teilweise schon mal eben keine Cartoons machen, weil die Software halt einfach irgendwie nicht mehr gelaufen ist. Ja, ich glaube, Erzähl mir nichts ist das. Ja, das ist, ich habe extra auch noch einen alten Laptop da stehen mit Windows 7. Weil da läuft noch, wie heißt das Programm? Picture It, das seit 2004 nicht mehr weiterentwickelt wird und sonst nirgendwo mehr läuft. Okay. Aber das ist halt auch richtig gut dafür. Aber das wäre ja dann wirklich schon fast mal irgendwie so ein Fall für eine VM, dass du halt bloß eine Windows 7 VM für dieses Programm hast. Dass das restliche System darum nicht mehr pflegen musst. Ja, ich muss eh demnächst mir mal einen neuen Laptop besorgen und dann werde ich das alles mal richtig einrichten. Weil okay. Das ist gut, ich benutze das alte das Ding wirklich hauptsächlich wegen diesem Programm noch und so für ein paar kleine Kleinigkeiten. Ja. Ja. Okay, ich finde, Entschuldigung, ich bin gerade schon wieder beim auf Twitter rumgucken und ich möchte euch bitte diesen Tweet ans Herz legen, er ist so gut. Also ist ja Audioformat, ne? Von Brian Lynch und von Joscha Sauer. Joscha Sauer, der ist nicht lustig macht. Mhm. Und dann ist es so, ja, this is Gizmo, please don't make him wet. Why? Und dann so der andere Typ dazu, halt mit einer komischerweise roten Mütze, wo jetzt nicht Mara draufsteht, aber könnte sein. Ja? Und der Typ sagt halt so, this is a free country und schmeißt das Ding in den Ozean. Sehr schön, ja. Der ist echt super. Also, fand ich gerade sehr, sehr gut. Der gefällt mir auch. Mhm. Ich habe tatsächlich noch einen Lebensnuff da hier fertig rumliegen. Oh, hau raus. Ja, am Sonntag dann. Also, nee, der ist nicht gut, deswegen liegt der auch noch da rum. Im Zeitraum, also so mein präferierter Zeitraum für sowas wäre ja dann zwischen 11 und, ne? Ja,
Ach, macht ihr da immer noch dieses Zeug? Ja, schon. Also du bist ja in letzter Zeit eher Eichhörnchen gucken, was ich ja auch durchaus verstehen kann. Dass nee, die sind ja nicht mehr da. Die sind mittlerweile groß und ausgeflogen. Nee, ich höre euch. Du hast ja dieses Katapult hier mit diesem Skrill Secure Birdfeeder gebaut. Ja. Sie haben es nicht überlebt. Ja, gut, hätte das Ding vielleicht nicht unbedingt auf die Wand richten sollen, aber. Irgendwas ist halt immer. Ja. Pech für die Kuh Elsa. Ja. Nee, ich höre euch zwar eigentlich immer live, aber. Ich schaff's halt nicht immer in den Chat. Du, also wie gesagt, auch da an der Stelle wieder kein Nudging und wenn es dir gefällt, ich verstehe es ja bis heute nicht, aber dann go for it, aber ja, nee, alles gut. Naja, wenn ich euch live laufen habe, muss ich halt nicht mich noch überwinden, auf Play zu drücken. Ja, dann später mal. Du meinst, wir machen dann einfach? Ja, ihr lauft jetzt ja einfach mal. Jetzt habe ich meinen Tisch voll gesabbert. Na, danke. Als wäre das was Neues. Oh Gott. Ja. Habe ich dir noch irgendwas Lustiges in den letzten Tagen, seit der letzten Aufnahme gemacht, gesehen? Bestimmt. Ach, ich wollte dir noch erzählen, meine Radieschen, du erinnerst dich, die noch keimfähig waren bis Ende 2012. Hast du dir die mal von unten angeschaut? So weit sind sie noch nicht, aber die sind richtig geil aufgegangen. Okay. Das ist also quasi so wie das Mindesthaltbarkeitsdatum, was irgendwie auf Zeug draufsteht, was immer noch gut ist, aber schon seit 3 Jahren abgelaufen ist. Also so auf zum Beispiel sowas wie Salz. Hey, du hast hier dieses Himalaya-Salz, was seit Millionen von Jahren in der Erde rumliegt. Hier ist das Himalaya-Salz, was 8 Monate haltbar ist. Weil es mit Luft in Berührung kommt das erste Mal. Das oxidiert weg. Das ist wie bei mir auch. Seit ich mit Luft in Berührung... Ja. Du, also das mit der Luft in Berührung und so, ich habe gehört, das soll tatsächlich für Menschen eine relativ gute Sache sein. Also eigentlich hast du ja einen Countdown, ne? Also sprich, du hast einen Countdown zum Tod, der 2 Minuten drei, läuft. 3, 2, 1. 2 Minuten. Und jedes Mal, wenn du Luft holst, wird der Countdown wieder neu zurückgesetzt. Führ ihn nicht in Versuchung. Ja, ich weiß, das ist ein schlechter Punkt. Warum ist mein Bier eigentlich schon wieder der? Oh, du hast Bier? Ja, natürlich. Du denkst ja nicht, dass ich das hier nüchtern trage. Doch. Also ich stehe das heute nur mit Kaffee durch. Wie bist du denn drauf? Hm. Das ist so ein Selbstgeißelungsding, oder? Ja, wenn es kein anderer macht. Naja, okay. Ich meine, an der Stelle würde ich sagen, okay, wozu hat man angestellt, aber wenn nicht, die wollen das auch. Warte mal, ich muss gerade was googeln. Googelt Selbstgeißelung. Ach, so geht das. Nein, ich will gucken, wie alt Harrison Ford ist. Moment, ja. Ich stelle mir jetzt vor, wie dieser... Ich glaube über 70, oder? 77 schon. Wie dieser 77-jährige Indiana Jones mit der Peitsche hinter Christian steht. Du weißt, was ich mag. Bin gleich da, ich hole noch Kaltgetränk. Na, alles klar. Sollen wir schnell jetzt aufhören? Du meinst so, wie du das sonst immer machst, wenn ich kurz aufstehe, was zu trinken hole? Nein, dann singe ich Dödel, 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 Dödel. Dann wartest du, bis Stille ist, und dann drückst du auf Aufnahme beenden. Ja, mache ich immer gerne. Ja, immer noch am Laufen warum. I'm a rocket man. Sardine. Habt ihr das jetzt gehört? Ja. Was? Das Hi-Hi von der Frau. Ich habe was gehört, aber ich konnte es nicht identifizieren. Nur, dass es die Frau ist. Und es war die Hallo Frau. Hat gesagt Hi-Hi und ich meine so, ja, wir sind immer noch am irgendwie labern. Dann holt sie doch dazu. Ja. Viel hilft viel. Das wird man, glaube ich, hinkriegen. Sie müsste da bloß, also ihr Headset hat sie drüben, das Audio-Interface hat sie drüben. Sie muss sich nur schnell den Film noch angucken. Das kann man zwischendrin schnell machen.
Dings. Also ich habe jetzt nachgeguckt, ich habe nichts geguckt oder erlebt oder so seit der letzten Aufnahme. Was? Ja. Okay, aber Entschuldigung, ich hänge gerade noch bei den Eichhörnchen. Also warum sind die jetzt weg? Die sind halt jetzt groß und genau. Hüpfen jetzt in den Wäldern rum. Das Problem ist halt nur, die sind so grün, also die Wälder, dass man die eigentlich nicht mehr sieht. Ab und zu, dieses Jahr hatte ich noch nicht so viel die Gelegenheit, in der Hängematte zu liegen. Ab und zu sieht man da mal eins. Sie wollen nur an deine Nüsse. Ja, und mein Puschelschwanz. Ja. Und ich vermisse sie. Ach, Flo. Wenn du etwas wirklich liebst, dann musst du es frittieren. Darf ich das bitte auf einem, also ich wollte gerade sagen, auf einem T-Shirt, aber ich möchte das bitte so, also es gibt ja diese komischen Stick-Zitate, ne? Dela. Hallo Dela, ich hätte das gerne so auf so einem gestickten Rahmen, so, wenn du etwas liebst, frittiere es. Ich hätte das gerne auf einer Fritteuse. Das Schlimme ist, das letzte Mal, als ich sowas gesagt habe, resultierte dann darin, dass ich dann einen gehäkelten blauen Penis hatte und mich Leute fragen, warum ich denn da einen gehäkelten blauen Penis in meiner Schrankwand stehen habe. Und ich dann so, weil er nicht in die Hose passt. Lustige Geschichte, schön, dass du fragst. Ach, waren das doch schöne Zeiten damals. Es war noch Spielabend, oder? Ja. Da haben sich die Zehennägel der Frau Melone noch aufgerollt. Ach, das war schön. Jetzt hat sie geheiratet. Jetzt rollt sich nichts mehr. Da weiß ich nicht. Ich kenne den Typ nicht. Ach. Wer hat geheiratet? Was? Ich war abgelenkt, sorry. Frau Melone. Ach so, ja. Stimmt. So, sie werden so schnell groß wie die Eichhörnchen. Die Frau Melone wird nicht groß. Ja. Nee, ich glaube, die wächst nicht mehr. Ich glaube, sie hat es probiert, aber ging sich nicht aus. Kann man nichts machen. Gut, ich muss gerade der Judith gerade noch was schreiben. Weil ja drüben das Wohnzimmer-Setup noch nicht ganz fertig ist. Das ist gerade in der Post. Was gibt's denn da Neues? Ja, wir haben halt dieses Schlafzimmer-Setup. das ist halt so der normale Aufnahmeplatz. Ja. Da habe ich halt einfach bloß ein paar Kabel, wo ich dann halt keine Ahnung, also irgendwie so Kopfhörerausgang und einfach für Judith irgendwie den Mikrofoneingang muss ich anschnippeln und dann läuft das irgendwie durch Technik und Patchbase und dann in Audio-Interfaces rein und dann funktioniert das alles. Und jetzt ist es so, dass ich mir das halt fürs Wohnzimmer, wenn wir halt einfach bloß auf der Couch liegen mit Headsets bewaffnet, irgendwie mit über Jitsi, Blue Button und hast nicht gesehen, irgendwie mit Leuten reden wollen, dann hätte ich das da auch ganz gerne. Jetzt ist es so, gut, Audio-Interfaces habe ich genügend rumliegen, aber dann ist es halt so, die liegen halt dann irgendwie auf dem Boden und so irgendwie schlimm zusammengeknubbert. Alles furchtbar. Jetzt haben wir bei IKEA tatsächlich einen Korb gefunden, den wir unter diesen kleinen Tisch an der Couch drunter machen können, da dann halt diese Audio-Interface-Geschichte und Kopfhörer-Verteil-Amp und das ganze Zeug wirklich alles fest drunter und wir müssen dann wirklich bloß noch die Headsets anschließen und fertig ist. Ja. Also das ist nicht mal mehr First World Problems, das ist schon above and beyond, aber ja. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Ja, das auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich so rein finanziell jetzt nicht so der riesengroße Aufwand gewesen. Ja. Also der Korb irgendwie kostet 3,99 beim IKEA. Geht schon, kann man machen. Ich brauche den Kopfhörerverstecker noch. Judith ist auch gleich da. Ausgezeichnet. Ja. Ich bin immer noch nicht tot. Ich muss dann bloß mal gucken, ob Judith dann auch ordentlich in dieses Teamspeak reinläuft. Das müssen wir, glaube ich, dann gleich mal eruieren. Und wo ist eigentlich die Oberfläche von Teamspeak? Oben drauf auf der. Was hat die Oberfläche von Teamspeak eigentlich jetzt jemals für uns getan?
Ah, da ist die. Tatsächlich, ich habe die auf dem zweiten Monitor. Aha. Muss mal gucken. Ah. Hm. Ich habe Crunchy Müsli-Riegel. Yay! Oh, nom, nom, nom. Ich hatte vorhin eine Dose Sardinen. Den. Nee. Entschuldigung, aber. Beides sollte man nicht unbedingt im Bett essen. Ja, wenn das krümelt. Das krümelt wenn meine Sardinen. Sardinen anfängt zu krümeln, okay, dann. Auf jeden Fall auch was falsch. Hätte ich auch Hummer essen können. Das stimmt. Wenn die Sardinen krümeln, dann sollen sie halt Hummer essen. Genau. So, dann habe ich die Judith jetzt angeschalten. Jetzt könntet ihr mal sagen, ob die Judith, ob ihr die Judith hört. Also, das wäre natürlich jetzt nützlich, wenn die Judith auch was sagen würde. Wie tief ist denn das Niveau schon? Gehen schon Peniswitze? Natürlich. Okay, ihr hört Judith, das ist gut. Sehr schön. Wobei sie einen Ticken Abend. Lauter könnte. Die Judith könnte auch einen Ticken lauter. Das ist tatsächlich, Also nicht so tick, 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 sondern tick, tick, tick. Tick, tick, tack, tick, tack, tick. Ja. 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 Ja, das ist tatsächlich, das Teamspeak ist da irgendwie so ein bisschen. Ja. Unsensibler als Reaper zum Beispiel. Soundcheck okay. Mitten in der Aufnahme haben wir auch selten. Ach, stimmt, wir nehmen das Ganze ja auf. Check 1, 2, 1, 2. Ja, oder was habt ihr hier inzwischen gemacht? Also, keine Ahnung. Wir haben über Filme geredet, auf jeden Fall. Über den besten Film der Welt. Der beste Film der Welt, Death Race 2000, das auf jeden Fall. Aber dann tatsächlich noch über ein paar relativ gute. Also, der Pate fand Erwähnung, Apollo 13, Scream 3, also ne, richtige Meisterwerke. Ich habe ein Schläfchen gemacht. Mhm. Mhm. Okay, cool. Das ist natürlich im Podcast immer so, dass. Ja, ja, nee, Flo Optimum. Und ich sind dann nochmal kurz in die Star Trek-Welt abgeschwoffen. Okay. Geschwoffen. Geschwoffen, ja. Aha, okay. Mit Warp-Antrieb. Mhm. Warp-Antrieb. Warp. Was knurpst hier denn so? Ein Müsli-Riegel. Was? Aha, ist das jetzt das ASMR-Special? Ja, das ist hörbarer Verzehr. Ich habe gelesen, das ist irgendwie ein Podcast jetzt so, der neue heiße Scheiß. Der Herr Meier ist doch gar nicht dabei. Das stimmt. Der ist doch sonst zuständig für hörbaren Verzehr und Kekse. Wobei ja, ich ja immer. Wo bist du? Warum hast du eigentlich Bücher fotografiert? Ich habe Bücher fotografiert, weil ich von der Nahlinse zu einer Bücher-Challenge eingeladen wurde. Man sollte 6 Bücher fotografieren und dann habe ich jetzt halt mal 6 Bücher fotografiert. Ja, also durchaus gute Bücher. Also. Ja, ja, eben, genau. Sechs also ich habe halt. Also das. Es ist ein Centangle-Buch dabei, ein Buch, wie man Notizbüchlein macht. Eins von Terry Pratchett und eins von Ben Aronovich, weil die halt unfassbar gute Autoren sind, beziehungsweise waren leider. Hm. Eins, das ich gerade lese, und ein Buch über Brotrezepte mit sehr, sehr guten Brotrezepten drin. Von Lutz Geißler. Brotrezepte für jeden Tag. Da habe ich gerade gesehen, da ist die erste Folge seines Brotback-Podcasts rausgekommen heute. Tatsächlich? Ja. Cool. Das muss ich mir doch gleich mal zu. Wie heißt der? Brot für die Welt? Plötzlich Bäcker. Der Backhauscast. Nee, Moment, den gibt's schon. Der Hausback. Na toll. Der Hausback-Cast. Ja. Seltsame Schrippchen und wo man sie findet. Mhm. Ich back's nicht mehr. Oder Back to the Future. Oh. Aber ich muss, glaube ich, mal kurz einen rauchen. Ich habe, glaube ich, gerade mein ganzes Pulver verschossen. Nee, ich hatte nie welches. Meinst du, dadurch wird es jetzt besser? Ich lasse dich jetzt einfach mit den Herren allein und guck da mal, wie das könnte dir so passen. Ich müsste mal was trinken. Ich verschieße auch nur noch Pulver.
Ich geh mal kurz einen rauchen. Ja, ich meine, nachdem du ja eh schon beim hörbaren Verspeis von Lebensmitteln bist, ist Trinken jetzt auch noch. Mach doch. Hab ich doch schon. Ja, schon erledigt, okay. Okay, soll ich dir noch dein Bügelbrett? Nö, danke, ich brauche mein Bügelbrett gerade nicht. Das ist in Ordnung. Ich könnte es brauchen. Ja, du könntest es tatsächlich auch haben, aber warum bräuchtest du jetzt mein Bügelbrett? Und was möchtest du mit meinem Bügelbrett tun? Ich hätte jetzt nicht die spanische Inquisition erwartet. Also, ja, so ein Bügelbrett ist ja durchaus ein Multifunktionsgerät. Ich habe. Ist schon gut, behalte dein Bügelbrett. Mit meinem Bügelbrett schon lange nicht mehr gebügelt. Tatsächlich ist es so, dass das Bügelbrett ein essentieller Bestandteil meines normalen Podcast-Setups ist. Ach, ich habe auch schon lange nicht mehr gebügelt. Sonntags sieht das nämlich immer so aus, ich trage hier einen Stuhl rein, dann hole ich das Bügelbrett hinterm Schrank vor und stelle es vor den Stuhl, dann kommt das Laptop drauf und so wird dann der Sunday Morning produziert. Da ist eigentlich immer ein Bügelbrett involviert. Ich meine, man könnte jetzt vielleicht sagen, das erklärt einiges, aber sicher längst noch nicht alles. Man könnte auch fragen, warum? Weil... Aber das würde zu weit führen an dieser Stelle. Ach so, okay. Ich könnte es dir auch erklären. Es wäre ziemlich einfach und unspektakulär, aber lassen wir den Nimbus des Geheimnisvollen, was denn da dieses Bügelbrett zu suchen hat, einfach so stehen. Also ich baue ja sonntags dann immer hier ein Frühstücksbuffet auf, stelle den Laptop hin, klicke auf Sunday Morning Stream, ploink, und dann verlasse ich den Raum. Genau, dann wollte ich gerade sagen, tust du alles, um uns nach Kräften zu ignorieren? Ja. Ja, wie schön. Das freut mich zu hören. Mich freut es nicht zu hören. Wirklich? Nein, ja, ihr seid ja schon... fester Bestandteil des Wochenendrituals. Ja. Sowieso der nervige Nachbar mit dem Rasenmäher oder der Hausmeister mit dem Laubbläser so ungefähr auf dem Niveau eines eingewachsenen Zehennagels. So, es ist jedes Wochenende da, aber ne? Ja, ich nehme euch jeden Sonntag mit raus und kratze mit euch den Dreck aus den Autoreifen. Das freut mich sehr zu hören, dass wir da wichtige Arbeiten unterstützen können. Tatsächlich habe ich mal von jemand gehört, der nach jeder Fahrradtour quasi sein Rad aufhängt und mit der Zahnbürste die Reifen säubert. Ich glaube, so langweilig können wir in diesem Leben einfach nicht mehr werden. Das halte ich für relativ ausgeschlossen. Obwohl. Was tust du denn, wenn dir ganz, ganz, ganz besonders langweilig ist? Frage ich den Flo, ob wir podcasten.